Hallo und herzlich willkommen zum Teil 13 der Reihe Was sagt die Bibel über reale Verschwörungen? Und bevor ich jetzt hier ganz viel Zeit verschwende, die wir gar nicht haben, begrüße ich einfach am Mikrofon meinen Kollegen aus Belgien, den Jörg. Moin, moin. Uiuiui, die 13. Da kriegst du auch wieder Kommentare, die dann über Verschwörungen und 13 irgendwas sagen. Ja. Die Leute hier sagen ja immer irgendwas. Meistens hat es nicht mal Hand und Fuß. So kriege ich immer diese Fragen, ob ich auch die Kabbala studiere und so ein Blödsinn und was ich zu diesen Zahlen sage. Und da hat gerade letztens einer die Zahl 17 gesagt, die soll so wichtig sein. Die Jesuiten gebrauchen die ganze Zeit. Du und ich, wir haben schon einige Bücher über die Jesuiten gelesen, auch zusammengelesen. Ja, mir ist die 17 da noch nie irgendwie begegnet. Dir vielleicht? Ja, die 17 begegnen wir immer auf dem Weg zur 18. Ne? Aber ansonsten... Ansonsten ist das so, bei der 13 muss ich immer an die Augsburger Puppenkiste denken und mit der wilden 13. Und die 13 hat natürlich auch eine ganz besondere Bewandtnis. Das hat mit alten Mythologien zu tun. Es gibt eigentlich keine Zahl, die keine Bewandtnis hätte. Und das macht die ganze Geschichte jetzt so schwierig. Je nach Kulturkreis und nach Ritus und nach Orden haben wir da noch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, auch kabbalistisch, numerologisch, gemantrisch und alles daran zu gehen. Aber wer will das schon? Ich meine, extra zum Ärgern habe ich jetzt hier die Auflösung des Bildschirms auf 180 gesetzt. Ne? Damit auch jeder sagen kann, oh! 18, 3 mal 6, ja, oh, genau. Teufel! Aber wir sind nicht diejenigen, die das Alter der Volljährigkeit vor einigen Jahrzehnten von 21 auf 18 runtergesetzt haben. Wir können da gar nichts dafür. Also wir können auch gerne, bevor ihr uns jetzt hier in einen Topf werft mit irgendwelchen, ja, Mythen-Sachen, da können wir auch gerne die Auflösung auf 190%, wenn er damit besser klarkommt. Aber wie gesagt, sind alles nur Zahlen. Und Zahlen haben natürlich auch in der Bibel eine gewisse Bewandtnis, zum Beispiel die Zahl 40 und solche ganzen Dinge. Aber da wollen wir jetzt gar nicht drüber hinaus. Wir wollen über die realen Dinge in dieser Welt. Ich wollte noch mal was sagen. In Deutschland ist ja das offizielle Alter der Dummheit auch runtergesetzt auf 16, ne? Weil die wählen dürfen. Bei der nächsten Bundestagswahl darf man jetzt ab 16 wählen. Tatsächlich ist das schon, ja. Hab ich gehört, bei euch in Deutschland ist das so. Das erklärt dann aber auch einiges. Ganz, ganz schön viele Kobolde, die dann zur Wahl gehen. Ne? Das ist echt. Na, nochmal eben über die Zahlen, vor allen Dingen über die 13. Also gerade so mit Freitag der 13 und so. Erstens haben die meisten Leute gar keine Ahnung, wo das herkommt. Und zweitens ist das alles Aberglaube. Und das Wort Aber heißt im Grunde nichts anderes als gegen. Das ist gegen die Bibel. Das ist eben ein Glaube, der mit der Bibel, mit der Wahrheit nichts zu tun hat und wo man auch nichts mit zu tun haben sollte. Das jetzt mal eben über die Zahlen, um das mal eben abzurunden, wo wir jetzt hier sind. Ich wollte eben noch ganz kurz eine Sache in eigener Sache erwähnen, wenn du mir das kurz erlaubst, Michael. Ich habe dir vorhin über Skype einen Link geschickt zu einer Webseite, joggler66.de. Ja, genau, das ist die Seite. Schau mal. Das ist ein neuer Bekannter, ein Bruder in Christus, der sich mir vor kurzem vorgestellt hat, wo ich auch noch nicht die Gelegenheit hatte, intensiv mit zu sprechen. Wir haben zwar schon eine halbe Stunde oder so telefoniert, aber da ging es mehr oder weniger um die Seite. Aber der hat mir gesagt und sagt, guck mal, ich habe einen Server und da habe ich noch 700 GB frei. Und du jetzt mit deinem Problem, wo sie mir ja auf dem rein deutschen Kanal ein Video gesperrt haben, bevor es überhaupt in Premiere ging, weil ich da ein Zitat von Rudolf Steiner gebraucht habe von 1917, was mir dann als medizinische Fehlinformation ausgelegt wurde, sagte er, er hätte 700 GB freien Raum auf seiner Webseite und würde sich bereit erklären, diese Webseite für mich mit mir zusammen zu erstellen. Das ist soweit, wie er das bis jetzt schon selbst gemacht hat. Und wenn du jetzt ein bisschen runterscrollst, dann sind da Links drin. Die gehen zu meinen YouTube-Kanälen. Da sieht man also den deutschsprachigen Kanal. Dann sieht man den mehrsprachigen. Das ist eigentlich der Hauptkanal, Joggler66. Dann den ich im Augenblick nicht mehr bediene, Jogglers War und Disinfo, wo ganz viel von der satanischen Medienagenda damals drauf erschienen ist. Und dann The Papacy is the Antichrist, ein rein englischsprachiger Kanal. Dann gibt es Links, gesperrte Videos und Bücher. Das führt auf meine Archive-Bibliothek. Dann gibt es einen Bitshoot-Kanal in Deutsch und einen Bitshoot-Kanal in Englisch, was da drauf steht. Und so weit sind wir bis jetzt gekommen. Und hier werden auch eigene Videos hochgeladen. Er wollte, glaube ich, da von Babylon nach Rom hochladen. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das vor einigen Jahren aufgenommen habe, habe ich mir nie träumen lassen, dass das so eine Popularität erreicht. Das sind unglaublich viele Leute, die mich auf die Videos ansprechen von Babylon nach Rom und die das so unglaublich wichtig finden. Und das ist auch unglaublich wichtig, das hätte ich damals ja nicht gemacht. Aber dass das so einschlägt, das hätte ich im Grunde nicht gedacht, schon gar nicht über die ganzen Jahre. Hier jetzt also immer ganz herzlichen Dank an den Bruder, der mir das hier
ermöglicht, der die Webseite für mich aufbaut. Sein Name ist Sven. Mehr müssen wir da nicht von wissen. Und er macht sich die Mühe, hier eine eigene Webseite zu machen, eben gerade, weil die Zensur zuschlägt und wir natürlich alle davon profitieren können, eigene Plattformen zu haben, wo wir unsere Inhalte hochladen können, die frei sind von solchen Plattformen wie YouTube oder solche Sachen. Ne? Und ja, deswegen scrollst du jetzt ein bisschen rum und zeigst das mal. Und das finde ich sehr schön. Das war nur das eine eigene Sache, wollte ich mal eben kurz sagen. Also wir sind immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten. Er sagt auch, die Seite ist selber ganz einfach zu bedienen. Aber er hat mir schon gezeigt, wie das geht. Und ich verstehe da also wirklich nur Bahnhof von. So dieses ganz berühmte Bild, was du, glaube ich, immer bei deinen Televisionen-Videos oder sowas gebrauchst. Ne? Bahnhof, ne? Ja. Ich verstehe auch immer nur Bahnhof. Bei mir war meistens eben halt nicht mal mit B-A-H-N geschrieben, sondern B-A-N-N-Hof, weil ich bin gebannt vom Verständnis. Gebannt heißt rausgeschmissen. Oh, Weihnachten. Ja, interessantes Video. Ja. Passt zur Jahreszeit, ne? Mhm. Naja, nur um da mal kurz eben drauf zu sehen. Hier seht ihr, hat er also die ganzen Videos hochgeladen, da von Babylon nach Rom, so weiter. Das ist ganz, ganz toll. Herzlichen Dank dafür. Das war nur eine kurze Sache, eine kurze Einleitung. Entschuldigung, dass ich da eben deine Zeit in diesem Video gebrauche, um den Leuten das eben kurz mal mitzuteilen. Und ich werde da auch morgen noch ein kleines Video zu machen, um da noch ein bisschen näher drauf einzugehen. Das kann man dann auf dem Rheindeutschen Kanal am Montag sehen. Ja, das wäre es soweit, was ich für mich zu sagen habe. Und jetzt bin ich doch ganz doll gespannt, was du mitgebracht hast, wo wir heute drüber sprechen, weil wir gehen ja wahrscheinlich weiter in der Kennedy-Verschwörung. Mhm. Was sagt die Bibel über reale Verschwörungen? Ist ja auch ganz wichtig, dass wir das Wort real dazu fügen, weil die Bibel spricht über nichts Fiktives. Alles, wo die Bibel überspricht, ist Wahrheit. Teilweise Wahrheit, die wir noch nicht erlebt haben, weil es noch in der Zukunft liegt, aber dass diese Wahrheiten, die in der Zukunft liegen, die sich bis jetzt noch nicht erfüllt haben, doch wahr sind, sieht man daran, wenn man sie an der Vergangenheit misst, an Prophezeiungen, die damals gemacht wurden und die inzwischen erfüllt wurden. Die Bibel ist das einzige Buch auf dieser Welt, wo alles real ist. Man kann es anfassen, man kann es schmecken, man kann es fühlen. Man kann Gott fühlen durch die Bibel. Ganz, ganz wichtig. Und Gott spricht eben zu uns durch sein Wort und sagt uns ganz klar, wir Menschen sind so falsch, so böse, wir beschäftigen uns mit Verschwörungen. Und diejenigen in dieser Welt, die sich dann mit diesen Verschwörungen beschäftigen und diese aufdecken wollen, die werden dann negativ als Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger, Spinner, Querdenker, Nazis und sonst was hingestellt, um jede Glaubwürdigkeit zu nehmen. Du hast da immer so einen schönen lateinischen Ausdruck für, das geht um diesen den Namen oder die Person diskreditieren. Argumentum ad hominem. Argumentum ad hominem, ja, genau. Du kannst es so schön in Latein sagen, das kann ich nicht. Aber das ist im Endeffekt, wäre das genauso, als wenn du jetzt jemanden, der jetzt irgendjemanden verdächtigt, zum Beispiel ein Detektiv, der angeheuert wird, um irgendjemanden beispielsweise aufzuspüren, der verschwunden ist, dann könnte man ihm auch sagen, dass der ein Verschwörungstheoretiker ist, ja, weil der halt einfach sagt, dass da jetzt irgendetwas ganz Schlimmes hinterstecken könnte, wenn irgendjemand verschwunden ist, zum Beispiel Bandenkriminalität, organisierte Kriminalität oder sowas, ja, das heißt, in dem Moment wird jeder Detektiv auch zum Verschwörungstheoretiker, solange er bewiesen hat oder nicht bewiesen hat, besser gesagt, dass eben hinter der Entführung von ganz bekannten Menschen, ob das jetzt ein Remsmar ist oder jetzt ein Hans-Martin Schleyer ist oder was weiß ich, vielleicht dann doch eine Verschwörung hintersteckt. Also im Endeffekt waren alle Menschen... Auch jeder Staatsanwalt, ja, der ja versucht, durch den Richter erklären zu lassen, dass seine Verschwörungstheorie die richtige ist. Also ob man jetzt ein ziviler Anwalt ist oder ob man ein staatlicher Anwalt ist, also ein Staatsanwalt ist, die haben alle den ganzen Tag nur mit Verschwörungen zu tun. Das sind alles Aluhutträger. Also unser ganzes Justizsystem
trägt dann Aluhüte, müsste man eigentlich konkludieren. Ja, aber wie gesagt, auch derjenige, der jetzt beispielsweise jetzt Versicherungsdetektiv ist, ja, das sind alles Verschwörungstheoretiker, das sind alles Menschen, die davon ausgehen müssen, dass sich zwei oder mehrere zusammengetan haben, die im selben Geiste sind, ja, so Konspiratoren eben, haben wir ja schon in einer früheren Folge dann behandelt, die dann etwas Böses im Schilde führen. Ne? Das ist eine Verschwörung dann. Und da muss halt eigentlich jeder Detektiv und jeder Kriminalist muss davon ausgehen. Beispielsweise, ob das jetzt fiktiv Sherlock Holmes ist oder ob es jetzt im realen Leben jetzt irgendjemand ist, der jetzt ein hochbezahlter Agent oder ein Detektiv oder ein Zollfahnder ist. Ja, das sind alles Verschwörungstheoretiker, ganz klar. Interessant ist ja, dass du gesagt hast, dass sie sich verschwören, weil sie irgendwas Böses vorhaben. Die Bibel sagt, das Herz des Menschen ist böse von Anfang an. Wer kann es wissen? Die Bibel sagt, es ist nicht einer rechtschaffen, nein, auch nicht einer. Die Bibel sagt, dass der Mensch böse und schlimm und übel ist. Ja, dann kann er doch gar nichts anderes machen als böse Verschwörungen. Oder erstmal das Schlechteste annehmen, ne? Und dann halt sich nachher vielleicht auch über ein besseres Ergebnis freuen. Aber einfach muss man mal etwas von etwas Schlimmem ausgehen in dieser Welt. Warum verschwinden Menschen? Warum werden die Regierungen gestürzt? Warum gibt es Diebstahl? Und warum bringen Menschen Menschen um? Weil wir in einer satanischen Welt leben. Würden wir tatsächlich in einer christlichen Welt leben, würde das alles überhaupt nicht passieren. Da gibt es keinen Ehebruch, keinen Diebstahl, keinen Mord, keine üble Nachrede, kein Begehren, kein Neid, keine Eifersucht, nix. Ist doch ganz klar, in welcher Welt wir leben. Also von daher können wir doch... Und man würde nur einen Gott haben, man würde keine Idole anbeten und man würde den Sabbat halten und man würde den Namen des Gottes nicht missbrauchen. Und dann haben wir, glaube ich, alle 10 Gebote aufgezählt. Ja, das ist letzten Endes dann halt einfach klar, in welcher Welt wir leben, wenn wir dann die Haustür abschließen müssen, unser Auto geklaut wird, ein Fahrradreifen zerstochen wird, Menschen verschwinden, andere Menschen geschlagen werden, dann ist doch wohl ganz klar, in welcher Welt wir leben. Ja, wenn wir in einer christlichen Welt leben würden, ja, wofür gäbe es dann weltliche Gerichte und Gefängnisse? Es gäbe ja überhaupt keine Straftäter dann, wenn wir in einer christlichen Welt leben würden. Ich habe da mal Aussagen gehört, ich glaube, das war in Amerika von Menschen aus den Ende der 40er, Anfang der 50er bis Mitte der 50er Jahre, die sagten von unsere Haustür abschließen? Nee. Auto abschließen? Nee. Warum? Waren aber keine Amish-People, ne? Die haben damals in einer Welt gelebt, wo es das Üble so nicht gab. Ich spreche jetzt nicht von großen Städten wie New York oder Chicago oder so natürlich. Solche Millionenstädte. Aber die jetzt einfach die Leute in den Vororten, die Leute auf dem Land, die wussten überhaupt nicht, wofür der Schlüssel ist, um ihre Vortür abzuschließen. Weil die kannten das gar nicht. Hier in Belgien ist es immer noch Tradition, wenn man zu jemandem ans Haus kommt, dass man eigentlich hintenrum kommt. In Deutschland würdest du gleich die Polizei rufen, weißt du, dass die mit dem SEK kommen, da schleichen bei mir Leute im Garten rum. Ne? Hier in Belgien ist das, wenn du an die Vordertür kommst, dann beschauen sie dich komisch. Man kommt normalerweise hintenrum. Und ich meine das jetzt hintenrum positiv, ne? Also durch den Garten. Ne? Weil die Leute sagen von, ja, da hast du doch nichts zu verbergen. Hinten steht die Tür sowieso immer auf, dann kommst du da rein, ne? Dann bist du willkommen. Ja, in was für einer Welt leben wir heute? Ich sag mal Schiedegol und dann macht jetzt mein Bruder Michael mal weiter und fängt an mit der wirklichen. Ja, ich habe mich jetzt ja schon warm gelaufen. Also von daher, ich muss mal eben gucken, dass ich jetzt alles hier so am Start habe. Wo ist die Maus? Da ist die Maus, aus die Maus. So, dann gehen wir mal los mit der 190% Auflösung, damit auch keiner irgendetwas Böses vermutet. So. Es geht weiter auf dem Weg in Richtung John F. Kennedy. Zuletzt waren wir eben genau bei der Kontrolle der Medien gewesen, bei Miranda Prosus und Intermirifica. Und genau da machen wir jetzt weiter. Und ich habe versucht, das einigermaßen chronologisch hinzubekommen, auch mit einem reparierten Computer. Und ich hoffe, dass das Skript einigermaßen verständlich ist. Ansonsten bitte einfach auf die nächste Folge abwarten. Ich denke, die nächste Folge oder die nächsten Folgen werden ein bisschen einfacher für mich. Jetzt im Augenblick sind wir noch auf dem Weg in der Präsidentschaft von John F. Kennedy. Was habe ich mitgebracht? Das hier. Das hat mir so gut gefallen von der Aussage her, das Bild, was unsere modernen Medien uns so kredenzen. Medien kommt übrigens aus Medo-Persien.
das war der Stamm derjenigen, die Priester gewesen sind. Ne? Deswegen habt ihr auch ein Programm, was euch programmiert auf einem Kanal, der dann heute von euch gechannelt wird. Und ihr habt letzten Endes Entertainment, wo halt eingedrungen wird und euch mental verdorbene Dinge ins Gehirn geblasen werden. Und die Nase des Nachrichtensprechers wird halt immer länger. Und wofür das eine Allegorie ist hier, für den ahnungslosen Konsumenten, der im bedröppelten Alpha-Zustand irgendwo da hinsiniert und dann eh schon total erschöpft von seiner sinnlosen Arbeit ist, ist letzten Endes klar, je länger die Nase, ne, die Nase eines Mannes, nein, das ist ein anderer Spruch, aber je länger die Nase ist, desto mehr Lüge ist da dran. Und die Lüge schlägt da quasi da schon komische Blüten. In dem Falle sind da jetzt schon Blätter dran an dem Ast, der da durch den Flachbildschirm kommt. Und woran erinnert mich das? Na, an natürlich die gegenwärtige Situation, die komplett kontrolliert ist. Und es erinnert mich natürlich dann auch daran, dass eigentlich wir von den großen Medien nur kontrolliert werden, aber keine wirkliche Information bekommen. Und das ist natürlich die Nase von Pinocchio. Aber Pinocchio. Wenn ich das Bild sehe, Entschuldigung, wenn ich das Bild sehe mit dem Titel darunter BBC News, dann muss ich immer an die Reporterin von 9/11 denken, die sagt, dass das Salomon-Gebäude gerade eingestürzt ist. Okay, ja, dann musst du noch ein bisschen warten. Das ist meine Assoziation damit. Okay. Also Pinocchio war ein Mörder. Die sprechende Grille, in Adaptionen auch Jiminy Cricket oder Pepe genannt, ist eine Grille und ein Gefährte Pinocchios. Nachdem sie, und das ist jetzt die offizielle Wikipedia, das ist das, was euch die Medien und Wikipedia da erzählt, ja, also das ist hier Wikipedia, das ist offiziell, sagen die, das ist einfach durch unüberlegtes Handeln Pinocchios bei ihrem ersten Aufeinandertreffen getötet, ne? Also das wäre jetzt, wenn man so wollen, jetzt, das wäre jetzt fahrlässige Tötung, ne? Konnte halt nicht für, ist halt dumm gelaufen. Also vor allen Dingen für die Grille blöd gelaufen. Aber dann ist sie ja als Geist erschienen und als Berater, sozusagen als Gewissen Pinocchios, das eine Holzpuppe ist. Also jetzt hat schon eine Holzpuppe ein Gewissen, da sind wir schon richtig in Richtung künstliche Intelligenz unterwegs. Ja, es wird immer abstruser heutzutage. Und gegen Ende des Buches wird die Grille wieder lebendig. Das ist Wikipedia. Es ist kein Spaß, es ist Wikipedia. Wikipedia ist manchmal Spaß, aber das ist jetzt hier tatsächlich von Wikipedia gemeint, dass es die originale Erklärung und Erzählung von Pinocchio jetzt hier wieder gibt. Ne? Unüberlegtes Handeln. Gehe ich in den Film Pinocchio von Walt Disney, dann sagt er zu mir, dass dieser Film laut dem American Film Institute zu den 100 inspiriertesten Filmen der Vereinigten Staaten gehört und auch Jiminy kommt im Buch nur einmal als namenlose Grille vor. Pinocchio tötet sie mit einem Hammer, weil sie ihm einen Rat gibt. Unüberlegt, ha? Wie war das jetzt hier auf, das war in der Wikipedia, steht ja unüberlegtes Handeln. Walt Disney als absoluter Profi, der ein Hochgrad Freimaurer, ne? 33 Grad, Club 33 Disney ist der Freimaurerclub, wo er dir ganz offen zur Schau stellt, dass er zu den Obersten gehört oder zu den Eingeweihten oder wie auch immer ihr den benennen wollt. Also Pinocchio tötet die Grille mit einem Hammer, weil sie ihm einen Rat gibt. Das hat jetzt wenig mit unüberlegt zu tun, oder? Das hat wohl eher damit zu tun, nach dem Motto, ich brauche deinen Rat nicht, halt einfach die Klappe, ich weiß sowieso alles oder am besten noch alles besser. Ja. Toll, ne? Tolle Sachen, tolle Ideen hat auch der Herr Disney im Übrigen, sonst auch so. Aber was hat mit Mördern und Lügen zu tun? Weil, wie gesagt, nochmal, Pinocchio ist ein Lügner und gleichzeitig ein Mörder, ne? Ihr habt ja gesehen hier, ne? Die lange Nase, ne? Die Lügennase. Und Pinocchio tötet, der Lügner tötet jeden mit einem Hammer, der ihm einen Rat gibt. In dem Falle jetzt die Grille. Also, du darfst also einen Lügner nicht korrigieren, dann wird er zum Mörder anscheinend. Was sagt die Bibel? Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr rabt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Dann mal Rolle zurück zu Walt Disney. Walt Disney war ein Freimaurer 33 Grad, betet damit ein Wesen an, ein höheres Wesen, ein Supreme Being, natürlich Lucifer, der damalige Titel des heutigen Satans, der Widersacher ist. Und Satan ist hier genannt als Teufel, als Mörder und Lügner. Also, warum hat sich dann wohl Walt Disney den Herrn Pinocchio so vorgenommen? Weil der Herr Pinocchio genau ein Mörder und Lügner ist wie Satan. Und wen betet denn der Herr Walt Disney an? Mit seinem 666-Logo? Natürlich auch den Gott dieser Weltzeit, natürlich auch den Gott, der ihm die Liebe zum Geld vermittelt hat. Denn der Walt Disney war zumindest zu seiner Zeit sehr, sehr wohlhabend. Das ist noch gelinde
untertrieben. Und warum fange ich jetzt mit Disney und Pinocchio an? Weil letzten Endes alles Mögliche mit Medien und mit allen möglichen Sachen auf Wikipedia kontrolliert ist. Und jetzt kommt eine Flut von unkontrollierten Nachrichten. Da müsst ihr die Kontrolle selber übernehmen, die Kontrolle über euch haben und letzten Endes vielleicht auch mal die Dinge, die ich sage, einfach mal kontrollieren. Dann mal los. Heute habe ich die Nachricht bekommen auf web.de, dass die amerikanische Regierung neue Dokumente zum JFK-Mord freigibt, aber die Forscher sind enttäuscht. Ja, was habt ihr denn gedacht, wenn die Massenmedien, wenn irgendeine große Regierungsorganisation irgendetwas freigibt? Das heißt doch jetzt nur eins, ja, dass die Sachen noch gar nicht komplett freigegeben sind. Die geben doch nur Dinge frei, die die freigeben, weil die eben niemanden belasten. Höchstens Menschen, die vielleicht schon lange gestorben sind. Und hier steht nur wieder irgendein Blödsinn drin über Oswald. Völlig uninteressant. Alles Ablenkungsmanöver. Die Forscher sind enttäuscht. Ja, welche Forscher sind enttäuscht? Ich bin nicht enttäuscht. Ich lese so den ganzen Müll gar nicht. Ich habe letzten Endes nur hier mal ein Bild rauskopiert und letzten Endes jetzt euch hier gezeigt. Ja, das heißt nichts anderes, dass die amerikanische Regierung derzeit noch Dokumente hat, die nicht freigegeben sind. Ja, man muss die ganzen Sachen einfach immer mal umdrehen. Die Sachen, die wir jetzt hier bekommen, die sind immer so gedreht, dass sie eigentlich die wahre Absicht verschleiern. Und die wahre Absicht heißt, oder die wahre Aussage heißt, die amerikanische Regierung hat immer noch nicht die Dokumente zum JFK-Mord freigegeben. Ganz einfach. Und wir reden jetzt hier von 2021, wir reden jetzt im Augenblick von geschmeidig 58 Jahren nach dem Attentat. Und 58 Jahre später ist die Regierung der Vereinigten Staaten nicht in der Lage, Dokumente zum Mord an den amerikanischen Präsidenten freizugeben. Aus natürlich nationalem Interesse. Was könnte die nationale Sicherheit gefährden? Ja. Aber wie gesagt, ne, das war die Meldung von heute. Ich habe noch mehr Meldungen, die einigermaßen aktualisiert sind. Also hier seht ihr jetzt 16.12.7.08. Ne? Also das ist viel aktueller geht nicht, weil wir haben jetzt gerade mal ungefähr 14 Stunden später. Und dann habe ich noch etwas gefunden zusätzlich, das das mit zu tun hat, dass wir eben nicht die Massenmedien bedienen hier und eben nicht die Massenmedien hier als unsere Quelle heranziehen, sondern eigene Untersuchungen machen. Das ist mal der Unterschied beispielsweise hier zur amerikanischen Regierung, die nicht alle Dokumente freigibt, weil es irgendetwas oder irgendjemanden gäbe, den es gefährden kann. Wir als Christen machen genau den umgekehrten Schritt. Wir geben alles frei, was wir wissen und geben uns damit in Gefahr. Das ist der Unterschied, weil wir die Wahrheit lieben und eben nicht die Lüge. Die Lügner, die können nicht alles herausrücken, aber diejenigen, die die Wahrheit sprechen, die wollen die Wahrheit aufdecken und die hassen die Lüge. Und die Menschen, die die Lüge lieben, die hassen die Wahrheit. Also kann man nicht einfach irgendwie hingehen und sagen, irgendjemand hat Hassrede. Ja, dann kann man genauso gut sagen, ja, guck mal hier, die amerikanische Regierung, ja, die hat auch irgendwie einen Grund, irgendetwas zu verstecken. Was könnte das sein? So viel mal eben dazu. Also wir versuchen wirklich hier maximale Aufklärungsarbeit zu leisten. Der Jörg, der die ganzen Sachen auch früher gelesen hat, bevor ich ihn überhaupt schon kennengelernt habe. Und natürlich als Leute wie Alexander Hislop und Leo Herbert Lehman und so weiter, die natürlich schon lange weit vor uns gelebt haben und die letzten Endes auch Drangsal auf sich genommen haben und Verfolgung oder Bekämpfung und Mehrreden und was weiß ich noch alles, weil niemand die großartige Wahrheit in dieser Welt hören möchte. Aber die Medien sind kontrolliert und deswegen räumt er jetzt hier mal ein paar Sachen, wo er euch selber einen Kopf drüber machen kann. Ja? Ein Nachtrag zu einer früheren Aussendung zum Beispiel ist die, dass ich also heute einen Artikel gefunden habe, der aussagt, dass es eine Biografie gäbe. Wie gesagt, ich kann ja nicht in alles hier reingucken, dass also die lobotomierte Schwester des damaligen amerikanischen Präsidenten namens Rosemary Kennedy, die also eher später dann eben geistesgestört war, deswegen von ihrem Vater zu dieser Behandlungsmethode gedrängt wurde, weil da wohl einiges in der Familie schiefgelaufen ist. Angeblich, und das ist jetzt nur angeblich, angeblich gäbe es Hinweise darüber, dass eben bei der Geburt von Rosemarie da eine Sauerstoffmangel geherrscht hat und deswegen sie da etwas Probleme hatte. Und der Vater von JFK, also Joe Kennedy Senior, der hat ja wohl das vermeiden wollen, dass irgendetwas in die Öffentlichkeit kommt, dass eines seiner Kinder an einer geistigen Krankheit oder Geistesverwirrtheit leidet und das würde ihn seine Pläne dann durchkreuzen. Was wichtig ist zu wissen, ist, dass überhaupt eine Tochter von ihrem Vater zu so einer Dubiosität
dubiosen Methode dann gedrängt worden ist. Aber zu seiner Zeit war das wahrscheinlich die letzte moderne Methode und schlauer ist man erst ein paar Jahre später. Ja, das, ihr wisst schon, glaube ich, warum ich das jetzt gerade so benannt habe. Gut, jetzt gehen wir mal aber wirklich weiter in der Reise zu JFK und natürlich auf das, was alle warten. Die müssen dann wieder bis zur nächsten Folge warten. In der nächsten Geschichte von JFK, was war passiert ist, was interessant ist und was wissenswert ist, finde ich zumindest, ist die Rede von der Fahrt zum Mond. Und ich will euch da jetzt überhaupt keinen Bären aufbinden, sondern das ist wirklich eine der bekanntesten Reden von John F. Kennedy, der nämlich da in diesem Rice Stadium dann da Aussagen getätigt hat, die einige Menschen in den Vereinigten Staaten dann in arges Schwitzen gebracht haben. Einer davon heißt Werner von Braun und ist hier auf diesem Bild links zu sehen. Das ist der Chef der nationalen Agenda, nein, ist ja ein bisschen gemein, National Aeronautics and Space Administration, NASA, der amerikanischen Weltraumbehörde, wenn man die so nennen möchte, der gerade jetzt hier einen Handschlag macht mit John F. Kennedy. Das heißt, ihr habt jetzt hier eine ganz wichtige Begegnung von zwei Menschen. Ich weiß ja auch nicht, warum mich dieses Foto jetzt die ganze Zeit immer an Pink Floyd mit Wish You Were Here erinnert, aber wahrscheinlich ist das meine eigene Geschichte. Also hier Pink Floyd, das haben wir ja mal besprochen, dass es sich da um einen Vertrag geht. Ja, wenn man das jetzt hier mal als Bild dann sieht, finde ich das schon sehr, sehr interessant. So, Bild kopieren. Ja, so, guckt euch das mal an. Ich sage ja jetzt nicht, dass es hier von der Wertigkeit jetzt hier gleichzusetzen ist. Ich sage ja nur von der Symbolik hier interessant mal zu vergleichen mit Dingen, die man schon besprochen hat. Ja, jetzt muss ich das natürlich alles jetzt erstmal hier auf ein Maß runterbrechen. So, vielleicht hat man jetzt einen Eindruck davon, was ich meine. Vielleicht hat man da jetzt einen Eindruck davon, wie ich das meine. Also da wird also quasi auch ein Handschlag gemacht, man begrüßt sich, aber der Handschlag kann auch gleichzeitig ein Vertrag sein. Werner von Braun ist ein ehemaliger Raketenwissenschaftler aus dem Dritten Reich, hier in jungen Jahren, der dann über die Operation Paperclip dann rübergebracht wurde, also deportiert wurde als Kriegsgefangener sozusagen, als Wissenschaftler in die Vereinigten Staaten, um denen bei der Aufbau des Raketenprogramms zu helfen. Soweit die offizielle Geschichte. Werner von Braun ist in den USA geblieben oder musste da bleiben, bis 1977, wo er dann gestorben ist. Werner von Braun ist nicht der dümmste einer. Werner von Braun kommt aus einer lutheranischen Familie, aber gleichzeitig über seine Mutter, wenn ich richtig im Kopf habe, weil ich genau letzte Woche in Englisch eine Lesung darüber gemacht habe, aus einem Adelsschlag. Seine Mutter ist von diversen Königshäusern. Ne? Also es passiert da nichts durch Zufall. Ich hätte das jetzt alles so reinkopieren können durch meine englische Serie Science is the New Religion, aber man hat nur eine begrenzte Zeit. Ne? Das ist aber gar nicht unser Thema. Er ist gar nicht unser Thema. Das Thema ist, dass der Kennedy halt eine folgenschwere Geschichte gemacht hat. Der Kennedy hat Folgendes gemacht, der hat die amerikanische Raumfahrtbehörde so unter Druck gesetzt, dass sie bis zum Ende des Jahrzehnts einen Mann auf den Mond schicken mussten. Das sehen wir uns dann auch gleich an, was sie da mussten. Der Werner von Braun ist aus vielerlei Hinsichten interessant. Nicht nur, weil er halt adelig ist, sieht man ja hier in dem Namen von Braun. Ne? Also Werner Maximilius Freiherr von Braun heißt er eigentlich. Also im Englischen wäre das der Titel Baron. Also da seht ihr schon, das ist also echt nicht der normale Student, der jetzt da vom Tellerwäscher zum Millionär geworden ist. Ne? Das gibt's nicht. Das ist Fiktion, das ist Hollywood, aber das ist hier real. Das heißt, jemand, der tolle Startbedingungen hatte, der sogar aus einem politischen Haushalt kam, sein Vater war Minister gewesen und seine Mutter ist aus dem Adelsgeschlecht, königlichen. Also der Mann hatte sehr gute Startbedingungen in dieser Welt und er hat es ja auch dann zu einer Weltberühmtheit gebracht. Noch interessanter ist sein Grabstein. Da haben wir nämlich die erste Reminiszenz von ihm an eine Bibel, und zwar an den Psalm 19,1. Und wenn man jetzt sich überlegt, dass dieser Mensch dafür verantwortlich war, einen Mensch auf den Mond zu schießen, der offizielle Auftrag von John F. Kennedy an die amerikanische Raumfahrtbehörde und damit zu Werner von Braun, dann muss man letzten Endes dazu sagen, dann ist es sehr interessant, dass man dann ungefähr 8 Jahre nach der, in Anführungsstrichen, Mondlandung 1969 auf dem Grabstein einen Psalm liest, der dann mit Raumfahrt komischerweise etwas zu tun hat.
Der Psalm 19,1 steht jetzt hier in Englisch beschrieben, weil dieser Mensch in Amerika, also in den Vereinigten Staaten, beerdigt worden ist. Deswegen habt ihr jetzt hier nicht Psalm, sondern Psalms stehen, also bezieht sich auf die englische Bibel. Die englische Bibel hat aber eine andere Zählreihenfolge als die deutsche Bibel. Und in der englischen Bibel steht eben hier der Psalm 1 oder Vers 1 vom Psalm 19, eigentlich muss es ja 19,1 heißen hier, steht nämlich hier in Klammern und im Endeffekt ist das im Englischen 19,1, was bei uns im Deutschen 19,2 ist. Und deswegen würden wir jetzt zumindest den deutschen Vers mal eben vorlesen. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Das heißt, der Werner von Braun oder derjenige, der ihm den Gedenkstein jetzt hier gewidmet, der hat ja dann doch ein biblisches Interesse. Und in der Bibel steht halt alles andere drin, genau umgekehrt zu dem, was die offizielle Doktrin der NASA ist. Sowohl was die Raumfahrt zum Mond angeht, als auch was das sogenannte Sonnensystem angeht. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, auf welcher Seite der Werner von Braun stand. Offiziell, wenn man jetzt den Massenmedien glaubt, war das ein hervorragender Wissenschaftler, aber die Inschrift auf seinem Grabstein sagt uns dann doch aus, dass zusammen mit anderen Anekdoten, die man von seinem Leben kennen könnte, darauf hinweisen, dass er genau wusste, dass er in einer absoluten Hybris lebt, dass er quasi, ja, die eine Geschichte erzählen musste, weil er ja Kriegsgefangener war. Ja, der war ja, wenn man so will, hat er zwar die amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen, aber er hatte den offiziellen Auftrag des amerikanischen Präsidenten. Er kam da aus der Nummer also gar nicht raus. Und auf der anderen Seite, wenn man dann noch bibelgläubig ist, weiß man, dass man in einem völlig unvereinbaren Gegensatz lebt. Und unter Umständen ist das einer der Gründe, das ist jetzt nur Spekulation und auch keine Verschwörungstheorie, ist das einer der Gründe, warum dieser Mensch offiziell zumindest, wer weiß ich nicht, an einem Krebsleiden verstorben ist. Wenn halt einfach da so dieser unglaubliche Widerspruch ist zwischen dem, was man weiß und zwischen dem, was man sagen und tun muss. Das aber jetzt nur zu Werner von Braun. Die Problematik, die sich aus Werner von Braun in der amerikanischen Isolation oder im amerikanischen Exil oder wie auch immer man das jetzt sagen will, ergibt, ist folgendes. Der amerikanische Präsident setzt die ganze Industrie unter Druck und sagt, aufgrund der Ereignisse in der Sowjetunion, aufgrund von Juri Gagarin, aufgrund von dem ganzen Raumfahrtprogramm der Sowjets, sind wir als die tollste Nation auf der Welt über alle Zweifel erhaben und wir werden es schaffen, einen Menschen auf den Mond zu bringen. Das hat er gesagt am 12. September, nicht am 11., am 12. September 1962. Und zwar an der Rice University. Da heißt, da kommen wir aus diesem Film nicht mehr raus. Es gibt hier also wirklich Aufnahmen, es gibt da Videos drüber. Das ist also wirklich so, wir brauchen jetzt nicht überall reinzugehen, aber das ist also tatsächlich so, dass man dann sehen kann, dass, wie soll ich mal sagen, ja, dass in dem Moment wahrscheinlich einige Leute Angst um ihren Job hatten auch, weil er dann natürlich als amerikanischer Präsident dann die Leute unter Druck gesetzt hat und letzten Endes, er musste sich ja dann messen an dem Erfolg. Dass er den nicht erleben könnte, wusste er zu dem Zeitpunkt garantiert nicht. Denn, man darf jetzt einzig vergessen, der Mann war zu diesem damaligen Zeitpunkt 45 Jahre alt. Was weiß der denn von Raumfahrt? Was weiß der denn großartig von der Bibel? Wir haben das schon gesehen, dass der Mensch ein Politiker ist und mit ungefähr 27 Jahren schon klar war, dass er Präsident werden wollte. Wo soll der sich denn noch alles auskennen? Medizin, Geologie, ja? Architektur, wo soll er sich dann überall auskennen? Der Mann ist nur Präsident, der muss irgendwelche Dinge verkünden. Ja, das ist eine Repräsentationsgestalt. Das heißt nicht, dass der in irgendeiner Art und Weise eine Autorität ist. Man kann ihn ja als Autorität aufnehmen und wahrnehmen, aber im Endeffekt ist der nur ein Smiley-Boy. Im Endeffekt ist er nur jemand, der seine Nase in die Kamera hält. Genau wie ein Schauspieler. Mehr nicht. Er hat Folgendes gesagt. We chose to go to the moon. We chose to go to the moon in this decade and to do the other things not because they are easy, but because they are hard. Dieses ist die bekannte Rede von John F. Kennedy, die nichts anderes auf Deutsch heißt als wir haben uns dazu entschlossen, wir haben das gewählt, zum Mond zu fliegen oder zum Mond zu gehen. Wir haben uns dazu entschlossen, in dieser Dekade, also zum Beispiel in diesem Jahrzehnt, die Rede ist von 1962, das Jahrzehnt hört 69 auf. Das heißt, die heute hatten nicht mehr als 7 Jahre. Die hatten noch nicht mal 10 Jahre, die hatten 7 Jahre dafür.
Und er hat gesagt, wir haben uns dazu entschlossen, nicht weil es leicht ist, sondern weil es schwer ist. Aber dieses Ziel, das werden wir erreichen und wir werden uns eben organisieren und wir werden eben auch unsere Energien, unsere Fähigkeiten bündeln und so weiter. Das ist eine Herausforderung, die wir eben gewillt sind zu akzeptieren und so weiter. Wir werden sie auch nicht verschieben und so weiter und so weiter. Also er hat die ganze Nation aufgerüttelt und hat gesagt, wir müssen jetzt auf den Mond. Wenn die Sowjets natürlich, das hat er so nicht gesagt, wenn die Sowjets jetzt schon schaffen, zumindest offiziell, einen Satelliten oder einen Sputnik und einen Gagarin und eine Hündin Laika und was da alles so an Dingen gewesen sind, die wir nicht überprüfen können, ja, also auch moderne Mythen irgendwo, dann wollten die Amerikaner halt da nicht nachstehen. Es kann ja nun nicht sein, dass die Amerikaner Autos bauen mit irgendwelchen Flossen hinten dran, die da mit Raketentriebwerken teilweise ausgestattet sind, aber nicht schaffen halt irgendeinen Mann auf dem Mond zu platzieren. Das ist eine kurze Frage über das, die Dekade. Gilt die nicht bis 1970, dann in die 60er Jahre erst? 1971 ist das erste Jahr der neuen Dekade, wie 2000 ja auch noch nicht der Abschluss war? Weiß ich jetzt gar nicht. Also Dekade würde ich jetzt von 1960 bis 69 und dann die nächste ist da von 1970 bis 79. Also wenn ich jetzt, so würde ich das jetzt sehen. Aber wie gesagt, die heute hatten also wirklich nur 7 Jahre und ein bisschen, um jetzt dem Präsidenten den Wunsch zu erfüllen. Beziehungsweise er hat ja nicht gesagt, wir werden das versuchen, sondern er hat gesagt, wir machen die Sache nicht, weil sie einfach sind, sondern weil sie schwer sind. Das heißt, die ganze NASA und speziell Wallace von Braun, der hat ja dann plötzlich so eine Schulter, so wie Quasimodo, ne? Also der wusste ja gar nicht, was er noch alles machen sollte, um jetzt den Wunsch zu erfüllen, weil zu dem Zeitpunkt, wo der Kennedy diesen Wunsch geäußert hat, ja, da sind die Raketen von Werner von Braun und die ganzen Geschichten, die sind reihenweise explodiert, die sind teilweise noch nicht mal abgehoben. Das war also im wahrsten Sinne des Wortes ein sehr abgehobenes Ziel, was der Kennedy da hatte. Mal wieder in Unwissenheit, vermute ich mal, wie dann die eigentliche technische Situation in den Vereinigten Staaten aussah. Das war nicht so, dass die Amerikaner 62 die führende Nation in der Raumfahrt war. Das war genau umgekehrt. Das war Entwicklungsland. Die führende Nation war zumindest nach außen, wenn man allen Märchen und Mythenstories glauben soll, die Sowjets. Und deswegen meine ich das jetzt. Also wenn man jetzt wirklich mal hingeht und sich die ganzen Geschichten anguckt, dann werden wir feststellen, dass also der John F. Kennedy vieles erzählt hat, was wir heutzutage einfach nur mit Kopfschütteln registrieren müssen. Und da würde ich mich nicht wundern, wenn der Kennedy auch schon zu einigen grauen Haaren von Werner von Braun und den anderen Menschen dann halt da zugesteuert hat. Aber das wollte ich jetzt gar nicht so lange ausbreiten, denn wir haben viel, viel wichtigere Dinge hier. Nur, wie gesagt, wenn ihr meint, dass jetzt der John F. Kennedy das absolute Genie in Finanzsachen war und deswegen jetzt die Fed zum Beispiel, oder wenn er das absolute Genie in der Raumfahrt und der Wissenschaft war und deswegen mit dem Werner von Braun, und wenn er das absolute Genie in irgendwelchen anderen Dingen war, der Mann war nur Politiker. Der hat im Zweiten Weltkrieg da gekämpft, der war Politiker und ansonsten nix. Das sind doch alles Leute, die erzählen dir irgendetwas. Das sind Schauspieler, die sehen dann gut aus, sind dann rett gekleidet, haben beste Verbindungen und die erzählen dir dann irgendetwas, was die erzählen sollen. Aber das ist das Problem in der Geschichte. Das heißt, wir wissen doch überhaupt nicht, was überhaupt in diesen Menschen vorgeht und wir wissen vor allen Dingen nicht, was mit diesen Menschen überhaupt im Hintergrund passiert. Ja, wer hat ihm denn dazu verleitet, die Aussage zu tätigen? Ich finde diese Aussage sehr interessant. Ich finde, wir sollten da noch mal ein wenig drauf eingehen. Es ist für einen Politiker doch ganz deutlich, der meistens werden ja Politikerreden geschrieben, wenn du noch mal ein bisschen zurückscrollen könntest. Ja. Wenn er hier sagt, von wir haben gewählt, zum Mond zu gehen und wir haben gewählt, zum Mond zu gehen in dieser Dekade oder in diesem Jahrzehnt nicht, weil es und die anderen Sachen nicht, weil es leicht ist, sondern weil es schwer ist. Hiermit stellt er die ganze Nation vor veränderte Tatsachen. Wir gehen zum Mond bis zum Ende dieser Dekade. Ja, jetzt pass auf. Was ich sagen will ist, dass im Hintergrund im Grunde schon feststand, dass sie da hingehen, auch wenn sie da gar nicht hin können, aber dass sie der Menschheit Glauben machen, dass sie da hingehen, weil sie können gar nicht anders, aufgrund der Worte, die er wählt. Genau. Sonst hätte er nämlich gesagt, wir haben gewählt, auf den Mond zu reisen zu wollen. Oder wir werden alles versuchen. Wir werden alles in unserer. Wir haben die Absicht und wir würden alles versuchen. Wir tun alles Mögliche oder wir stellen alles Mögliche, was uns zur Verfügung steht, in Werk. Also, das ist jetzt flämisch, wie man das sagt. Also, wir nehmen alle Mittel, die uns zur Verfügung stehen, um dieses Ziel zu erreichen. Und wir werden unsere größten Anstrengungen tun, um das zu erreichen. Aber er stellt es hier als Tatsache bereits hin. Ja. Und das ist der Punkt, Michael, den ich machen will. Das sollte einem geschulten Christen, der ja inzwischen schon viele
SMAs und andere Serien, auch hier die Verschwörungsserie gesehen hat, die Möglichkeit geben, diesen Satz so zu analysieren und zu sagen von, der sagt das, also wird das passieren. Und es wird nicht passieren, weil er das sagt, sondern er sagt es, weil es passieren wird. Ja, oder anderen Worten, diese Mondlandung schon lange geplant, sie müssen es nur noch eintüten. Oder ja, oder beziehungsweise sie kommen da nicht mehr raus und sie haben gesagt, das passiert jetzt, egal mit welchen Kosten und egal wie, aber das muss jetzt passieren. Das ist jetzt Doktrine. Genau. Ja? Und genau, und von daher, selbst wenn das unmöglich ist, auf den Mond selbst zu gehen, da muss man den Leuten eben verkaufen, dass wir auf den Mond gehen. Ja, da muss man ja dann das nur wiederum den Werner von Braun die Inschrift seines Grabsteins verstehen. Ja. Ja. damit hat er ja über seinen Tod hinaus ein Statement abgegeben. Dass wenn das so ist, dass wenn er ein gottesfürchtiger Mensch ist, ich meine, ich kenne nicht von so vielen Wissenschaftlern kenne ich jetzt keine Eingravierung auf dem Grabstein mit von einem Bibelspruch. Nee, aber es ist natürlich auch so, dass wir gar nicht natürlich nicht können, weil er ist tot und was man dann auf sein Grab schreibt, hat er ja keinen Einfluss mehr drauf. Nein, aber immerhin hat sich ja wohl keiner seiner Familie dagegen gesträubt und man muss ja einfach auch mal dann sagen, dass Werner von Braun eben, ja, da hatten wir ja in der letzten oder vorletzten Folge schon drüber gesprochen, er hat einfach besessen war von dem Thema Raumfahrt. Und ich habe da jetzt über die Geschichte, glaube ich, 5 Stunden drüber geredet, in Englisch alleine schon. Und ich kann das jetzt nicht alles wiedergeben, weil das jetzt hier über Verschwörungen und Kennedy geht. Aber wenn er sagt, wir gehen zum Mond, ja, wir haben uns dazu entschlossen, zum Mond zu gehen und so weiter, in this decade. Ja, woher will er das denn wissen? Der ist doch gar kein Wissenschaftler. Also entweder hat ihn die NASA das erzählt, geflüstert oder irgendeiner seiner Berater oder aber es ist tatsächlich eine Staatsdoktrin. Ja, das ist die Frage jetzt hier, was da passiert. Denn er stellt das ja dar, dass man das gar nicht in Frage stellen kann, sondern das ist ein Fakt. Er setzt ja sogar noch das Limit. Er sagt ja so, bis da. Na? Und das ist eben eine Geschichte, deswegen, weil der Kennedy war ja so beliebt, weil er direkt Nägel mit Köpfen gemacht hat. Der ist da hingefahren, hat gesagt, das machen wir so, das machen wir so, das machen wir so. Ja, und das machen wir so. Die Leute haben gesagt, boah, ja, der hält den Laden hier zusammen und der kann uns motivieren. Ja, aber woher soll der das denn wissen? Der ist doch kein Raketenwissenschaftler. Der glaubt an seinen Beratern. Ja, aber das war 1962. Ich habe ja schon mal gesagt, ich möchte das so ein bisschen chronologisch machen, weil ich könnte ja jetzt schon dem vorgreifen, aber das will ich jetzt nicht und deswegen komme ich jetzt zu einem abrupten Ende dieser Geschichte mit Kennedy und der Raumfahrt, weil, was denn 62 bei Kennedy noch passiert? Oh! Das ist passiert. Die Frau heißt eigentlich Norma Jean, aber die ganze Welt kennt sie unter dem Namen Marilyn Monroe. Und bevor wir jetzt hier schmutzige Wäsche waschen, das ist angeblich das einzige authentische Foto von ihm und ihr, wobei da gibt es natürlich noch andere Fotos von ihm und ihr, aber das überlasse ich jetzt eurem Wissensstand, denn ich weiß, dass es zumindest noch ein offizielles Foto gibt, da kommen wir aber dann gleich zu. Herzlichen Glückwunsch, Herr Präsident. Ja, ist ja kein Problem, ne? Das Problem ist aber, wenn der Präsident verheiratet ist. Wenn man dann in einem hautengen Kleid ein Geburtstagsständchen, also eine Sonnenrevolution feiert und dann dem Präsidenten darbietet, dann und man dann schon weiß, dass diese Frau im Verdacht steht, den Herrn Kennedy nicht nur als Präsidenten toll gefunden zu haben, sondern auch als Mann, dann ist es eine Verletzung des Gebotes, das da lautet. Ja, du sollst nicht Ehe brechen. Genau. Das müsste das 8. Gebot sein, glaube ich. Aber ja. Mit den Nummern bin ich nicht. Ja, so das gut. Ist immer das Problem, je nachdem, ob du jetzt mit einem Christen oder mit einem Katholiken redest. Ne? Nein, das ist nicht mein Problem. Ich rede immer mit einem Christen, wenn ich die Gebote erzähle. Da habe ich kein Problem mit. Ja. Also Happy Birthday, Mr. President, ist ein Geburtstagsständig, dass die Schauspielerin, das muss ich jetzt eigentlich auch wieder jetzt hier in grün machen, das ist nämlich auch nicht so richtig. Marilyn Monroe am 19. Mai 62, also ungefähr 4 Monate vor seiner Rede mit dem Mond, anlässlich des bevorstehenden Geburtstages des amerikanischen Präsidenten JFK im Madison Square Garden sang oder hauchte. Es handelt sich um ein Medley und so weiter. Und jetzt geht's los. Diese Performance stellte Marilyn Monroes letzten Auftritt in der Öffentlichkeit dar. Und wer das jetzt für einen Zufall hält, der hat die letzten 12 Sendungen nicht gesehen, ne? Das heißt, ihr Geburtstagsständchen für den amerikanischen Präsidenten ist ihr letzter Auftritt.
Was sagt uns Wikipedia? Wikipedia sagt uns, eine der bekanntesten, meistfotografiersten Frauen der Welt erkennt dieses Bild mit dem hochwehenden Rock, der so ein bisschen aussieht wie Venus in der Nussschale da, ne? Und sie starb im Alter von 36 Jahren an einer Überdosis Barbiturate. Die genauen Umstände von Marilyn Monroes Tod sind bis heute nicht geklärt. Und da konnte ich mich ja nun nicht drüber auslassen, anders als zu sagen, warum klärt man sie denn nicht auf? Das ist komisch, ne? Dass auch die genauen Umstände von JFK-Tod bis heute nicht aufgeklärt sind, wenn man doch web.de glaubt, heute am 16.12.21. Und warum klärt man die nicht auf? Die sind genauso unaufgeklärt wie eine andere bekannte Persönlichkeit, die heißt Maria Rosalie Auguste Nitribitt. Besser genannt Rosemarie Nitribitt, ein deutsches Callgirl, deren gewaltsamer Tod einen Skandal im Wirtschaftswunder Deutschland verursacht hat. Tja, das ist hier passiert, in Frankfurt, in der Stiftstraße. Sie wurde da aufgefunden mit Signalen bzw. mit Zeichen der Erdrosselung und einer Kopfwunde. Ich habe das absichtlich hier in Englisch, damit auch die englischen Zuschauer hier von der Lesung irgendetwas haben. Und man hat hier dabei gesagt, das ist seltsam, weil alleine schon auf ihrem Grabstein ein falsches Datum steht. Aber vielleicht ist das Datum auch gar nicht falsch. Vielleicht ist das Datum eigentlich ein Hinweis. Weil das Datum ist hier der 1.11. Und der 1.11. ist, ja, für uns der Tag nach dem Reformationstag, aber für viele Heiden ist das die Nacht, die da ist, ist letzten Endes die Nacht von Halloween oder aus dem Keltischen von Samhain, die Anbetung der Toten. Interessant, dass ausgerechnet der 1.11. gewählt worden ist. Was für ein Zufall. Also, wie gesagt, das ist eine Theorie. Aber Heiligen heißt das doch, ne? Ja, im Katholischen heißt das Allerheiligen, ja. Ja, ja, das meine ich. Du sagst ja Halloween, das ist der 30. Was wir Reformationstag nennen, das ist Halloween, das ist der 30. Oktober, 31. Oktober, was ist das? Der letzte Tag im Oktober, das ist der 31. Ne? Und der 1. November ist Allerheiligen und dann folgt Aller Seelen am 2. November. Das ja, sind halt ja, 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 katholische gut, aber, Feiertage, wo eben die Toten gehen. Gut, aber wer jetzt wirklich 31.10. für Halloween hält, hat den Sinn von Halloween nicht verstanden, weil eigentlich geht es ja um die Verherrlichung des Todes und der Nacht und die Nacht hört nicht um 24 Uhr auf. Das heißt also, eigentlich ist die Nacht vom 31.10. auf den 1.11. ist Halloween. Mhm. Naja, das wollte ich auch sagen. Also geht es halt um den 31.01. und nicht den 1.01. Wobei, biblisch gesehen natürlich, sobald am 31. das dunkel wird, ist es der 1., ne? Ja, aber biblisch ist es ja kein Feiertag. Es ist ja nur, im heidnischen Feiertag, ne? Da beißt so. Die Maus sich in den Schwanz. Genau, ob das jetzt hier pentagrammäßig ist und so weiter. Es geht sich nicht um den Punkt. Es geht sich einfach um den Punkt, dass das eine stadtbekannte oder eine deutschlandbekannte Prostituierte gewesen ist. Ja, Rosemarie Nitribitt mit ihrem knallroten, sieht man jetzt hier nicht, Mercedes 190, ne? Ganz, ganz bekannt. Und da wurden auch Festnahmen gemacht und so weiter und so fort. Und dann ist es schwierig, weil diese Polizeisachen verliefen dann total schlampig. Da sind dann Beweise weggekommen und so weiter und so fort. Ne? Irgendeinen Zusammenhang mit Marilyn Monroes Tod. Also zumindest sieht das also ziemlich ähnlich aus. Und ganz, ganz viele prominente Bürger wurden dann eben exponiert als ihre persönlichen Kunden sozusagen, inklusive Gunther Sachs, also genau der Brigitte Bardot geheiratet hat, und Harald von Bohlen und Halbach, also wir sind schon wieder beim Adel, und Alfred Krupp von Bohlen und Halbach, der Kopf bzw. der Vorsitzende der Krupp-Firma. Ne? Krupp, das sind die, die, Schwermetall, Stahl, Panzer und so weiter. Ne? Alles, was man da so nicht braucht als normaler Mensch. So, wollte ich jetzt nochmal benennen. Ne? Als es klar wurde, dass die Polizei nicht in der Lage sei, den Mörder zu finden, wurde es eben in den Medien darüber sinniert, dass eben hochrangige Persönlichkeiten versuchen, eben alle möglichen Dinge zu machen, um die Auflösung dieses Kriminalfalls zu verhindern. Und damit haben wir meiner Meinung nach wieder eine Similarität zum Fall von Marilyn Monroe. Denn dass das eben nicht bis heute aufgeklärt ist, hat sie gemeinsam mit dem Geburtstagskind. Happy Birthday, Mr. President! Denn das Geburtstagsständchen für JFK ist passiert am 19. Mai, währenddessen sie tot aufgefunden wurde am 4. August. Ja, für die Zahlenfetischisten 77 Tage. Ich habe auch an euch gedacht. Aber das Thema ist letzten Endes, das war ihr letzter öffentlicher Auftritt. Interessant.
Also das heißt nichts anderes als nach diesem Auftritt, als JFK Sing Amsel, Singdrossel oder ich habe jetzt keinen netten Ausdruck dafür. Happy Birthday. Ja, also das hat mit Singen nicht mehr viel zu tun. Das ist dann eher so eine Aufnahme, so ein Vorsprechen auf so einer Besetzungscouch, so ungefähr. Dann ist es dann letzten Endes so, dass sie dann tot aufgefunden wurde. Ja, angeblich, also die offizielle Aussage ist Barbiturate, also Beruhigungsmittel, ne, Überdosis, also solch Suizid. Welt sagt, als Marilyn Monroe anrief und First Lady werden wollte, John F. Kennedy war ein berüchtigter Stürzenjäger. Also ist Welt, ne, ist nicht die Wahrheit, aber ist Welt, verkauft sich. Ein neues Buch behauptet, seine Frau Jackie wusste von den Affären und erstrug sie stoisch, doch dann wollte Marilyn Monroe First Lady werden. Und das habe ich schon des Öfteren gelesen, weil, wie gesagt, da haben die auch völlig recht, nach dem gehauchten Happy Birthday, Mr. President und ihrem fast schon eindeutigen Dank für die Erinnerung gibt es wohl kaum daran Zweifel, dass die beiden sich zumindest gemocht haben. Na. Der Star, der unter dem weltweiten Ruhm zerbrach und neben psychischen Problemen, das hat mit ihrer Kindheit zu tun, das ist auch ein Heimkind gewesen, wenn ich im Kopf habe, unter einer Alkohol- und Drogensucht litt, wollte offenbar mehr sein als nur eine weitere Geliebte. Aha, weitere Geliebte. Interessant. Ist aber wie gesagt immer noch Welt.de, ist nicht absolute Wahrheit. Eine absolute Wahrheit steht nur in der Bibel drin. Die damals 36 Jahre alte Marilyn Monroe, die ihren Stern als Amerikas Sexsymbol untergehen sah, wollte offenbar auch die Rolle der First Lady übernehmen. Kannst du mich nicht sehen in dieser Besetzung, träumte sie bereits gegenüber ihrer Freundin Jean Carmen, ich als First Lady. So, da habt ihr sie. Marilyn Monroe singt Happy Birthday, Mr. President. Hochqualitativ und hochgeschlossen, aber schön, transparent und für die damalige Zeit extrem skandalös. So, und was nun? Warum habe ich die denn jetzt benannt, wenn es sich hier um Verschwörungen und Kennedy geht? Na, der mochte es bis heute nicht aufgeklärt. Der mochte von JFK ist bis heute auch nicht komplett freigegeben. Also, man lebt gefährlich. Monroe übte Aussagen zufolge den ganzen Tag und wurde von ihrer Publizistin Patricia Newcomb zur Gala begleitet. Als Peter Lawford, ihr jahrelanger Kollege und, jetzt kommt's, Schwager des amerikanischen Präsidenten Monroe auf der Bühne vorstellte, erschien diese nicht und trat erst auf, als Lawford seine Einführung mehrmals wiederholt hatte. Er scherzte mit den Worten The Late Marilyn Monroe über ihre Verspätung, nahm die weiße Cape-Jacke aus Nachtsfell ab und verließ die Bühne. Marilyn Monroe begann mit ihrer lastiven Stimme und Körpersprache ein Geburtstagslied mit Passagen aus Happy Birthday to You zu singen und so weiter und so fort. Zum Ende ihres Auftritts wurde ein großer Geburtstagskuchen in den Saal transportiert. Unterdessen begab sich Präsident Kennedy auf die Bühne und reagierte mit, Zitat, »Ich kann mich jetzt von der Politik in den Ruhestand begeben, nachdem Happy Birthday in so einer süßen und verträglichen Weise für mich gesungen wurde.« Darf ich mal kurz was sagen? Wenn du jetzt nicht auf den grünen Satz anspielst, ja. Doch. Da musst du warten. Dann machst du das, ja, ist gut, okay. Ja. Ich kann mich jetzt von der Politik in den Ruhestand begeben. Und deswegen kam er mir jetzt das. Wenn der amerikanische Präsident sagt, ich kann mich jetzt von der Politik in den Ruhestand begeben und die Menschen das als Scherz auffassen, dann ist das aber im Sinne der Politik oder im Sinne von John F. Kennedy, wenn er so eine Darbietung, eine erotisch-laszive Darbietung bekommt, wo er gleichzeitig Präsident, Aushängeschild, Ehevater und Ehemann und Vater von verschiedenen Kindern ist, ist das für den Präsident der Vereinigten Staaten brandgefährlich. Ja, das ist eine Szene aus 40 Towers, einer meiner Lieblingssendungen, und die Szene heißt Fire. Das heißt, der Präsident sagt selber jetzt hier oder gibt selber zu, dass wenn das jetzt rauskäme, dass er ein intimes Verhältnis mit Marilyn Monroe hätte, dann könnte er sich in den Ruhestand begeben. Dabei hätte er eigentlich nur ungefähr 30 Jahre warten müssen, da hätte der Clinton ihm gezeigt, wie das geht, dass man beides unter einen Hut kriegt. Aber das ist jetzt nur ein Insider-Gag, ne? Aber wie gesagt, hier die Alarmglocke. Das heißt, nochmal, die Geschichte, diese Begebenheit hat dazu geführt, dass das das letzte Engagement von Marilyn Monroe gewesen ist. So heiß war die Geschichte, meiner Meinung nach. So heiß. Brandheiß. Auch für den amerikanischen Präsidenten. Der musste sich nach außen verkaufen, als Familienvater und als Ehemann und als seriös. Da kannst du nicht hingehen und kannst sagen, pass mal auf, ne, hier ist übrigens meine Geliebte und meine Ehefrau Nummer 5 oder so, ist nicht Charlie Chan.
Zusätzlich kommt noch was dazu. Ja? Ach, wie war das denn nochmal eben mit Schauspielerin Marilyn Monroe? Das ist aus dem Video, in Englisch habe ich schon drüber gesprochen, aus dem Video Top Secret Military Film Studio in Hollywood, und zwar Lookout Mountain Exposed, im Jahre 1947 gegründet. Und haben da so damals Aufklärungsvideos gemacht über Wissenschaft und solche ganzen Geschichten. Und unter anderem wurde da auch Marilyn Monroe benannt. Und guckt mal, was die für einen interessanten Ausweis hat, die Marilyn Monroe. Department of Defense, Verteidigungsministerium, Washington, D.C., damals unter ihrem Ehenamen Norma Jean DiMaggio. Den hat sie gebraucht, um die Truppen zu besuchen und die Truppen zu bespaßen, im wahrsten Sinne des Wortes, im Koreakrieg. Das ist zumindest das, was das Video sagt. Deswegen habe ich hier ja drunter geschrieben auch, Korea-Truppen Entertainment, ne? Eindringen, verderben und mental die Leute halt total... Ja, das klappt dann auch, ne? Mit der Waffe in der Hand, ne? Und eine scharfe Blondine dann auf der Bühne, die dann irgendetwas macht, und alle sind wieder total gut gelaunt, und letzten Endes die Soldaten auf Linie gebracht. Und ich glaube, dass man da nicht zu umsonst auf diesem Ausweis geschrieben hat, Eigentum des der amerikanischen Regierung, ne? Ob das sich jetzt nur auf die Karte bezieht, das weiß ich nicht. Aber interessant überhaupt, dass also jetzt sie so einen Ausweis hat, den sie angeblich hätte haben müssen, um eben im Ausland einen Militärstützpunkt zu besuchen. Aber wenn sie das hat, so einen Ausweis, dann ist sie in dem Moment auch unter Umständen eine Geheimnisträgerin. So ungefähr, denkt mal an die Geschichte jetzt hier letztens bei der Sache jetzt hier 2022, die überleben wollen, mit Charlton Heston, Soylent Green. Und deswegen sage ich also auch Norma Jean, oder Marilyn Monroe besser gesagt, die hatte garantiert auch eine ganze Menge Wissen. Vor allen Dingen, wenn die mit dem amerikanischen Präsidenten, in Anführungsstrichen, zusammen sitzt oder liegt oder steht oder flüstert oder wie auch immer. So. Das dazu. Also ich glaube nicht, dass das eine normale Schauspielerin ist. In dem Moment, wo sie dann 1954 schon einen Ausweis hat, also 8 Jahre vorher, bevor sie stirbt, dann ist sie dann auch schon zum Militärstützpunkt gewesen und überall rumgereicht worden, und garantiert hat die Frau eine ganze Menge einflussreiche Menschen kennengelernt, unter anderem auch Robert Kennedy und so weiter und so fort. Also die wusste garantiert auch Staatsgeheimnisse. Das heißt, die Frau war gefährlich. Und wenn die dann eine Alkohol- und Drogensucht hat, wenn das stimmt, dann macht das die Sache noch umso gefährlicher. Und wenn die öffentlich auftritt, oder andersrum gesagt, wenn man sie öffentlich auftreten lässt, kann das bedeuten, dass man Kennedy entweder unter Druck setzen wollte, genau wie mit der Schweinebucht-Geschichte, oder es kann bedeuten, dass halt die Sache so heiß wurde, dass wenn die Frau Monroe auspackt, der Herr John F. Kennedy einpacken kann. Das ist jetzt auch nicht lustig gemeint. Das heißt, die Frau ist ein Risiko, ein Staatsrisiko. Wenn sie leicht bekleidet da auf einer Bühne steht und quasi der ganzen amerikanischen prüden Öffentlichkeit bezeugt, dass sie an dem amerikanischen Präsidenten zumindest sexuell interessiert ist. Ne? Drücken wir es mal ganz nett aus. Da kommt aber noch eine Geschichte dazu. Und zwar aus diesem Video, Marilyn Monroe, Happy Birthday, Mr. President. Das kennt ja eigentlich jeder, dieses Lied und diesen Auftritt und so weiter. Da gibt es noch eine Begebenheit zu, und zwar genau diese. Der Schwager von Kennedy, wir reden jetzt hier über Mai 62, scherzte mit den Worten The Late Marilyn Monroe über ihre Verspätung. Wenn ich auch bei Google Übersetzer eingebe, die verspätete Frau Monroe, dann kommt da The Belated Woman Monroe. Ich habe heute Nacht unserem amerikanischen Bruder in Christus, dem Brad Norman, eine Nachricht geschickt über Skype und ihn gefragt, wie das denn heißt. Und hat er gesagt, ja, man kann beides nehmen, The Late and the Belated Woman. The Late Woman wäre noch so ein bisschen fieser, aber da ging es sich jetzt nur um ein Date. Ich habe ihm noch nicht mal verraten, dass es sich um Marilyn Monroe ging, weil ich einfach nur so eine allgemeine, quasi so eine umgangssprachliche Erklärung haben wollte, ne? So. Also, wenn ich bei DeepL, das ist jetzt hier Google-Übersetzer, wenn ich bei DeepL reingehe, sagen die zu mir, die verspätete Marilyn Monroe hieße The Late Marilyn Monroe. Alternativen, The Belated Marilyn Monroe. Also ist nicht ganz klar. Das Problem ist jetzt, wir haben es hier mit einer Doppeldeutigkeit zu tun. Mit einer Doppeldeutigkeit. Und doppeldeutig ist nicht eindeutig, ist nicht ja, ja und nein, nein, wie die Bibel sagt, sondern eben doppeldeutig, okay? Und jetzt seht ihr mal, was der DeepL-Übersetzer, der angeblich der beste Übersetzer der Welt ist, zumindest der kostengünstigste, beste Übersetzer der Welt ist, aus The Late Marilyn Monroe macht, wenn man das von Englisch in Deutsch übersetzt.
der Auftritt von Marilyn Monroe war der letzte, den sie hatte in der Öffentlichkeit. Ein weiterer Zufall in der Kette von Zufällen der Verschwörungstheorien. Der Schwager von Kennedy ist jemand, der eine Security Clearance braucht, weil der permanent durch seine ganzen Verwandtschaftsgrade und Beziehungen ja mit dem amerikanischen Präsidenten zu tun hat. Das heißt, das ist auch ein Geheimnisträger. Ich weiß jetzt nicht, was der wusste, aber ich weiß, dass alle wussten, dass der Auftritt von Marilyn Monroe, wo unter Umständen, beziehungsweise wo eigentlich meiner Kenntnisstandes nach auch die Ehefrau des amerikanischen Präsidenten Jacqueline Kennedy, ungern genannt Jackie, nicht zugegen war. Und das heißt eben, The Late Marilyn Monroe kann heißen die verspätete Frau Monroe und kann eben auch heißen die verstorbene Marilyn Monroe. Und wenn man das dann sagt, bei dem letzten Auftritt, ist das schon so fast wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Hier ist die deutsche Übersetzung. Als Peter Lawford, ihr jahrelanger Kollege und Schwager des amerikanischen Präsidenten, Monroe auf der Bühne vorstellte, erschien diese nicht und trat erst auf, als Lawford seine Einführung, mehrmals wiederholt hatte. Er scherzte mit den Worten The Late Marilyn Monroe über ihre Verspätung. Und dann seht ihr mal, was Wikipedia daraus macht. Ich habe darunter geschrieben, Herr Kennedy war verheiratet und hatte einige Kinder. Der hatte einige Kinder. Deswegen soll man eben weder das Haus des Nachbarn noch eben die Frau des Nachbarn oder irgendetwas anderes begehren. Und laut Aussagen der Freundin von der Frau Monroe war die Mary Monroe scharf darauf, und das darf ich mal so sagen, die erste Lady, die erste Frau in den Vereinigten Staaten zu werden. Wie man das schaffen will als Sexbombe, da müsst ihr dann die Freundin fragen, aber nicht mich. So viel zu der Geschichte mit der Frau Monroe. Da gibt es eine ganz ausgezeichnete Webseite und ganz ausgezeichnete Recherchen zu, was dann beispielsweise mit ihrem Leichnam passiert worden ist und so weiter. Also das ist äußerst abstrus. Auch da gilt wieder, da sind also Behinderungen an der Tagesordnung. Ja, da sind also ganz, ganz, ganz wichtige Leute und Organisationen im Hintergrund, die das dann vertuschen und auch dann entsprechend die Presse abschirmen können. Ich habe es hier extra nicht reingeklebt, das wäre sonst wieder ein 2000-Seiten-Skript geworden. Ne? Aber nur mal dazu. Auch die Geliebten von Präsidenten, die sind Geheimnisträger. Die haben Zugang zu Informationen und du weißt doch gar nicht, es gab in der DDR gab es extra solche, eben die für die Staatssicherheit gearbeitet haben. Ne? Aber nochmal, aus Sicht von Marilyn Monroe hat sie damit gesündigt, weil sie halt eben dann ein Gebot verletzt hat, dass man eben nicht mit jemandem verkehrt oder begehrt, alleine schon, ja, der dann eben verheiratet ist. Ne? Ist ein Gebot, wo viele von uns ein Problem hatten oder haben. Aber dennoch, ne, das ist die Geschichte dazu. Ne? Der letzte Auftritt in der Öffentlichkeit. Und wenn er das jetzt alles für einen Zufall haltet, dann glaubt er garantiert auch, dass die sich mit Barbituraten aus dem Leben geschossen hat oder wie auch immer. Ich glaube da nicht viel von. Also ich glaube aus dem ganz einfachen Grunde nichts davon, weil ihr Tod bis heute nicht aufgeklärt ist. Genau wie bei Kennedy. Ich sage ja, da hat sie was gemeinsam. Auch wenn es Wiederholung ist. Aber da hat sie was gemeinsam. Und jetzt kommen wir zu etwas completely different. Ne? Wieder mein John Cleese von Monty Python, der da sitzt und einfach sagt, wir kommen mal zu was ganz anderem. Was eigentlich gar nichts anderes ist, denn jetzt machen wir die Rolle zurück. Was hat denn der hier zu tun? Kennt er dieses Symbol? Das ist doch der Superman. Genau, das ist der Superman. Das ist der Superman, der so ein S hat. Ne? So sieht das ja erstmal aus. Ne? Also Superman, was hat denn der jetzt mit Kennedy zu tun? Na. Also erstmal muss ich sagen, wir leben in ganz, ganz schwierigen Zeiten von Sodom und Gomorra. Ja, der Bayerische Rundfunk erzählt mir, dass der neue Superman ein Coming-out hat und der sich jetzt in einen Mann verliebt. Ne? Das sagt der Bayerische Rundfunk. Also wir reden jetzt hier von dem katholischsten Bundesland in der Bundesrepublik Deutschland. Aber Superman, ihr werdet gleich sehen, was es damit auf sich hat, ist der Name einer Comicfigur aus den 30er Jahren von den beiden Amerikanern Jerry Siegel und Joe Shuster geschaffen. Der erste Superheld der Comicgeschichte, ne? Ganz wichtig, der erste Superheld. Ja, der Joseph Joe Shuster war ein Comiczeichner und Miterfinder. Der hat auch gemacht so Figuren wie Dr. Occult, fand ich auch mal interessant. Ne? Scheint er sich ja irgendwie für interessiert zu haben. Naja, auf jeden Fall haben sie damals also schon den
Superman 1932 entworfen, aber damals hat er ein bisschen anders ausgesehen. Und wenn er da jetzt draufkommt, wir kommen jetzt hier auf Sachen, auf die wäre ich vorher nicht gekommen und auf die werdet ihr wahrscheinlich auch nie drauf kommen. Also es gibt ja Sachen, die gibt es nicht. Es gibt Schlangen mit Supi-Muster oder Superman-Muster. Also wie komme ich jetzt auf Schlange? Das werden wir gleich sehen. Also was ist überhaupt Supermans Symbol? Also dieses S auf deiner Kleidung, ne? Und man hat gesagt, also das Internet sagt, also Rumor has it und so weiter, dass es eben die EL-Familie ist, ne? Wir wissen ja, Superman heißt Kal-El, ne? Kal-El, sein Vater heißt Jor-El. Ja, und es gibt in der Bibel, alles was mit L endet, ist göttlich, ne? Also zum Beispiel Joel oder Gabriel, ja, und so weiter. Oder Immanuel, solche ganzen Sachen. Und jetzt wird es interessant. Jetzt sagt nämlich jetzt hier in dem 2008er Geschichte von Kevin Anderson, ist nur eine Erzählung, die heißt Die letzten Tage von Krypton, dass es eben eine Schlange hier, ein Serpent symbolisiert. The Serpent of Deception, also die Schlange der Verführung, die eben eingeschlossen ist in einem diamantenharten Kristall der Wahrheit, ne? Also die Schlange kann also nicht mehr verführen, weil sie eingeschlossen ist in einem diamanthaftenden Kristall der Wahrheit. Ne? Und da haben andere gesagt, nee, das stimmt nicht und so weiter. Aber ich finde es halt interessant. Für mich erklärt das immer noch, dass es den Schlangensymbol ist auf Superman. Weil schließlich ist der besser als alle anderen. Und endlich haben wir dann auch die Geschichte mit Hesekiel 28,13, wo es um Lucifer geht und wo es sich genau um Edelsteine geht, unter anderem um den Diamanten, mit dem er geschmückt war. Und genau dieses S ist in Form eines Diamantensymbols auf der Brust von Superman. Und wie gesagt, hiermit ist jetzt Lucifer benannt, ne? Das ist Lucifer, der eben als Schlange in Eden im Garten Gottes war. Mhm. Also später dann, als die Menschen dann da waren. Und der auch der erste Musiker war mit Tambourinen und Flöten. Ne? Frag mal hier Bob Dylan, der kennt sich da bestens mit aus, Mr. Tambourine Man. Ne? Der hat auch schon einige Sachen erzählt, der hätte also mit dem Chief Commander von der anderen Welt geredet. Ne? So, und hier geht es jetzt ganz einfach. Er hat seine Kraft angeblich von Lucifer oder Satan. Und jetzt guckt mal an, was da jetzt kommt. Ihr glaubt es nicht. Die Kreation von Superman. Siegel und Schuster, die haben einen glatzköpfigen, telepathischen Schurken erschaffen, ja, der eben die Welt dominieren will. Als der Hauptcharakter in der Kurzgeschichte der Reagan, also die Herrschaft hier von Superman 1933. Wir erinnern uns, ne, Konkordat, Bundesrepublik Deutschland, immer noch gültig, was aus dem Dritten Reich kam, 1933. Ne. Diese Story war eben nicht erfolgreich und dieser Charakter wurde nicht wieder gewählt. Der wurde dann eben umgeändert. Und das ist der originale Superman von 1933. Jemand, der die Welt beherrschen will. Aha, hat also gar nichts mit dem guten Superman zu tun. Aber ihr wisst immer noch nicht, was es mit JFK auf sich hat, ne? Verrate ich euch sofort. Ich muss nur ein bisschen scrollen hier. Übrigens, in dieser Geschichte geht es sich um einen verrückten Wissenschaftler. Ich glaube, ein relativ aktuelles Thema. Ein Chemiker namens Professor Ernest Smelly wählt zufällig den zerlumpt gekleideten Landstreicher Billy Dunn aus einer Brotlinie oder aus einer Linie aus und rekrutiert ihn in einem Experiment als Austausch für eine Mahlzeit. Und dieser Mann wird eben dann von seiner Macht berauscht und versucht, die Welt zu beherrschen, wie immer. Der Mann mit Superkräften. Also ist eigentlich ein negativer Held, der Superman. Ja? Der Superman ist eigentlich ein negativer Held. Ja, ist interessant, oder? Ist das nicht interessant? Wenn man sich jetzt mal anguckt hier, 168 ist die Ausgabe, die herauskam von diesem Magazin nach der Ermordung, nach dem Attentat von JFK im November 1963. Hm? Was seht ihr hier? Ihr seht hier eine ganz normale Ausgabe von Superman. Eine Spezialausgabe All Luthor Issue, featuring Luthor the Superhero, Lex Luthor, Daily Planet Editor. Und hier seht ihr einen glatzköpfigen Mann. Das ist die spezielle Luthor Edition. Ne? Interessant. Und da kam mir doch eine Idee. Mhm. Als der Comicstrip dann mit dem Superhelden, jetzt nicht mehr mit den Fiesen, sondern mit dem Superhelden herauskam, dann hat eben dieser Comicstrip gesagt, wir haben jetzt hier den Toronto Daily Star umbenannt in Daily Planet. Aber dieser Daily Planet, der hat natürlich nichts mit der Erde zu tun, denn die Erde ist ja kein Planet, ne? Denn der Daily Planet ist nichts anderes als ein Planet, der einen Ring um sich hat. Und deswegen ist das nämlich der Saturn. Oder andersrum gesagt, der Satan. Oder noch besser aktueller gesagt, der Herr der Ringe.
Und schon ist klar, für wen der Superman arbeitet im Zivilen. Denn der ist ja eigentlich der Reporter Clark Kent vom Daily Planet. Also arbeitet der für den Saturn, also arbeitet der für Satan, also arbeitet der eigentlich für den Herrn der Ringe. Ja, geht ja noch weiter. Geht ja noch weiter. Superman, S, ja, genau wie Dollarsymbol, S. Ne? In Gott vertrauen wir. In welchen Gott denn? Ja? Den Gott, der eben diese Welt, diese ganzen Gehirne, diese ganzen Geist der Menschen hier verfinstert hat, im 2. Korinther 4. Dieser Gott, denn unser Gott hat nichts mit Geld zu tun. Ja, ja, ja. Und deswegen haben wir auch in der ganzen Banknote der Amerikaner natürlich da Pentagramme und alles Mögliche da drinne. Und ja, und so weiter und so fort. Aber da wollte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Die Herkunft des Dollarzeichens lässt sich nicht eindeutig belegen. Wer sagt das? Natürlich Wikipedia. Ich sage, die lässt sich belegen. Angeblich ist es die Säulen des Herakles auf dem Wappen Spaniens. Aber, und jetzt kommt's, ihr seht hier zwei Säulen. Ne? Plus Ultra. Das Zeichen wird auch als stilisiertes Symbol für die Säulen des Herakles, anderer Name dafür Herkules, gesehen, die den spanischen Anspruch auf überseeische Herrschaft symbolisieren. Bis hierhin und nicht weiter heißt eigentlich Nonplusultra, ne? Da seht ihr den Herkules und da seht ihr die zwei Säulen. Aber jetzt kommt's. Ursprünglich waren die Säulen für das Symbol der Ende der bewohnbaren Welt. Beginnend mit Christoph Kolumbus, Entdeckungsfahrten, aber neue Länder im Westen entdeckt wurden, wählte der Kaiser Karl V. vom Heiligen Römischen Reich, nämlich genau der vom Herrscherhaus Habsburg und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, die Säulen des Herakles mit der Devise Plus Ultra. Also nicht Non oder Neck Plus Ultra, sondern Plus Ultra, dem Motto jetzt aber alles, ich will alles haben, auch das Land hinter den Säulen des Herakles. Ne? Die beiden Striche waren so als Säulen und das S als stilisiertes Spruchband zu lesen. Ach, guck mal hier. Also zu Deutsch, ich will alles. Allerdings war die Schreibweise mit einem Strich beim Zeichen für Peso von Anfang an ebenfalls üblich. Und das sind alles Theorien. Es gibt auch Theorien, die kämen von IS oder HS für die römische Münze Sesterz, aber das ist angeblich nicht so, obwohl, und das finde ich der lustigste Satz überhaupt, die frühen Vereinigten Staaten gerne Anleihen beim alten Rom nahmen, zum Beispiel Kapitol und Senat. Ja, ist klar, ne? Die frühen Vereinigten Staaten, da guckt man sich jetzt mal an, wie die heute aussehen, das hat dann nichts anderes auch. Und deswegen hat das nämlich eben nichts damit zu tun, sondern alles mit Ixi zu tun. Und wer ist denn Ixi? Ixi ist die römische Ziffernfolge von 9 und 11, also 9-11. Was hat die denn jetzt hier mit zu tun mit den Dollarzeichen? Ach, das ist ganz einfach. Dieses Dollarzeichen, da sind zwei Säulen drauf, da sind zwei Striche drauf durch dieses S. Ich sage extra S, weil S eigentlich das Symbol für die Schlange oder für den Gekrümmten, also für den Serpent und so weiter ist. Und hier habt ihr beispielsweise das Symbol der Freimaurer, die amerikanische Republik sozusagen wurde von Freimaurern gegründet. Deswegen habt ihr auch hier Säulen, hier habt ihr Freimaurerzirkel, hier habt ihr hier Pentagramme, hier habt ihr Sonnensymbol, Sonnenstrahlen, Freimaurerschaufel und so weiter, Bienenstock und so weiter und so fort. Das ist auch Babylon, Treppenstufen, die in dem Tempel nichts zu suchen haben und ein Altar und. Aber das ist gar nicht das Hauptthema. Das Hauptthema ist, dass nichts in den Vereinigten Staaten zufällig passiert, auch garantiert nicht ein Geburtstagslied für den amerikanischen Präsidenten. Denn zwei Säulen, wie beispielsweise der North Tower und der Süd Tower, repräsentieren im Okkulten in der Regel einen Eingang zu einem Tempel. Ja? Und es gibt eine Seite, ich kann das nicht nachchecken, dass eben angeblich der Tempel in Jerusalem und der Herodstempel in Jerusalem 70 nach Christus auch an einem 11.9. dann oder 9-11 sozusagen zerstört ist. Ich habe da in der Kürze der Zeit nichts drüber gefunden, aber nochmal, es passiert nichts durch Zufall und 9-11 ist Ixi. So, was hat Ixi und 9-11 denn jetzt überhaupt damit zu tun? Das haben wir in eines der Lieblingsbilder von Jörg gerade hier, und zwar genau die BBC-Reporterin hier mit dem Salomon Building, was da nicht zufällig steht, beziehungsweise nicht zufällig gebaut wurde. Gebaut wurde es als Building 7 und nachher umbenannt in Solomon Building, weil die Solomon Brothers das gekauft haben, was dann sehr, sehr
nicht zufällig gewesen ist, auf den ganz einfachen Grunde, weil dieses Solomon Building letzten Endes Building 7 ist. 7 steht für Gott, 7 steht für die Kontrolle, 7 steht für das Göttliche und Building 7, da war so die ganze Verwaltung und da war auch der Geheimdienst drin, also die mentale Kontrolle über den World Trade Center Complex. Man hat sich ja, niemand habe ich irgendwie mal fragen hören, warum der World Trade Center denn aus zwei einzelnen Türmen gebaut ist. Jetzt habt ihr mal eine Aussage dazu, warum das so ist. Da haben wir auch bei Lady Gaga mit der satanischen Musik Agenda mal drüber gesprochen. Und jetzt kommt gleich die Geschichte mit Kennedy, aber auch gleich. Dieser Solomon Buildings beispielsweise ist benannt im 1. Könige 9 und zwar im Vers 10, der im Englischen aber dann wieder in Vers 11 übergeht. Und zwar heißt es hier, als Solomon eben zwei Häuser gebaut hat. Das Haus des Herrn und das Haus des Königs. Das ist 1. Könige 9,10. In 9,11 1. Könige hat eben Solomon dann eben dem Hiram 20 Städte gegeben in dem Land von Galiläa. Also 9,10 und 9,11. Könnte ein Hinweis darauf sein, auf Solomon, dass der zwei Häuser gebaut hat und auch auf den Nordturm und den Südturm. Und wenn ihr jetzt wüsstet, dass genau auf dem Nordturm des World Trade Centers die Antenne stand, warum wohl? Das hat mit Jesaja 14,13 zu tun. Ich werde auch sitzen auf dem Berg der Versammlung oder dem Versammlungsberg im Norden. So, und deswegen hat auch der Nordtower die Antenne und das ist auch meiner Meinung nach der Grund, warum der Südtower zuerst eingestürzt ist. Ja, das ist jetzt meine Interpretation, es kommt aber noch dicker. Ja, ich wollte gerade Jesaja in Deutsch für dich vorlesen. Ich habe es mir gerade rausgesucht. Ach, das ist ja fein. Ja, ich arbeite ja mit, ne? Ich schlafe ja nicht hinter dem Mikrofon. Also Jesaja 14, es beginnt dann bei Vers 12 und das ist meine eigene Übersetzung aus der König-James-Bibel in Deutsch. Wie bist du vom Himmel gefallen, o Luzifer, Sohn des Morgens? Wie bist du zu Boden gefallen, der du die Nationen geschwächt hast? Denn du hast in deinem Herzen gesagt, ich werde in den Himmel aufsteigen. Ich werde meinen Thron über die Sterne Gottes erheben. Ich werde auch auf dem Berg der Gemeinde sitzen, an den Seiten des Nordens. Ich werde über die Wolkenhöhen aufsteigen. Ich werde sein wie der Höchste. Und doch sollst du in die Hölle gebracht werden, an die Seiten der Grube. Ja, vielen Dank. Ich werde es hier als Fließtext noch mit reinschreiben, damit das einfacher für die Menschen da zu lesen ist. Ich habe da auch nicht dran gedacht, aber meiner Meinung nach hat 9-11 die Reminiszenz an das Buch der Offenbarung, und zwar Kapitel 9, Vers 11. Den haben wir genau hier. So, da ist es. Das ist der Vers 9,11. 9, Kapitel 11 aus der Offenbarung. Und der Kapitel heißt... Kapitel 9, Vers 11, ja. Kapitel 9, Vers 11, genau. Und der heißt... Und sie haben als König über sich den Engel des Abgrunds. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon. Und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. Genau, so. Und das ist die ESOT-Software. ESOT, elektronisches Schwert. Apollyon. Apollyon ist ein anderer Name von Zerstörer und meint Satan. So, und das ist die Referenz von 9-11 auf Satan. Das hat wie immer eine biblische Referenz. Nicht umsonst ist der Notruf in den Vereinigten Staaten 9-11. Das war er schon vor dem Anschlag. Und das heißt letzten Endes, dass es sich hier um Zerstörung oder sowas geht bei 9-11. Das ist letzten Endes 9-11. Deswegen, meiner Meinung nach, ist der Notruf 9-11 in den Vereinigten Staaten. 11 natürlich auch sehr, sehr praktisch für Freimaurer. Aber wie gesagt, die Reminiszenz hier Meinung nach ist eben 9-11 und beziehungsweise Apollyon. Und jetzt kommt's noch dicker. Das ist die Gruppe KISS. Die Gruppe KISS hat ein Album rausgebracht, was genauso heißt. Heißt nämlich Destroyer, Zerstörer. Ihr seht hier Drachensymbolik. Ihr seht jetzt hier ein Pentagramm bei Paul Stanley, ihr seht jetzt hier Drachenfüße, ihr seht Zerstörung, ihr seht schon fast eine Grube hier und Feuer und so weiter und so fort. Und noch besser auf der Single Love Gun, ja, ich habe es mal so ein bisschen größer gemacht hier, was der Gene Simmons mit seiner linken Hand da anstellt. Da habt ihr die ganz absolute Referenz an Satan, ne? Oder wenn ihr so wollt, an 9-11.
hat jetzt nicht unbedingt nur zu tun mit dem Einsturz der Gebäude. Es hat damit zu tun, dass diese Gebäude eingestürzt sind, weil es ein Ritual war, aber es hat damit zu tun, dass 9/11 vorher auch schon der Emergency Code war der Vereinigten Staaten. So, und was hat das jetzt alles mit dem Kennedy zu tun? Na, es hat eine Menge zu tun mit Werner von Braun. Der 50. Jahrestag der sogenannten Mondlandung. Herzlichen Glückwunsch. Ne? Ein Freimaurerritual. Da seht ihr jetzt leider die Handhaltung nicht. Was ihr aber seht, ist, dass hier irgendwie keine Sterne vorhanden sind und sonstige Sachen hier nicht funktionieren. Beispielsweise der Druck in dem Anzug überhaupt nicht da ist und solche ganzen Geschichten. Also Apollo 11. Ne? Wie war das noch? Wie hieß er? Wie hieß er denn noch? Apollyon hieß er. Und Apollyon ist nichts anderes als Abaddon und ist nichts anderes als Satan. Genauso wie Apollo der römische Gott des Lichtes ist und nichts anderes ist als, ja, ihr habt es erraten, Satan. Genau. Ne? Darüber geht die ganze Geschichte hier. Ne? Und das ist jetzt nur ein zufälliges Foto hier von Dr. Werner von Braun mit Neil Armstrong Moonscape in der Ausstellung hier in der Messe 1969 Southeast. Ne? Sieht ja schon wieder fast täuschend echt aus. Wir haben beispielsweise hier genauso viele Sterne wie auf dem originalen NASA-Foto. Ne? Ist sehr interessant. So, und da haben wir nämlich jetzt genau den Werner von Braun in seiner Funktion nach dem Motto, wir werden in dieser Dekade noch einen Menschen zum Mond schießen. Nicht, weil es leicht ist, sondern weil es schwer ist. Und da habt ihr sein Meisterstück, sozusagen die Saturn 5-Rakete, Saturn gleich Satan, gleich Herr der Ringe, ne? Daily Planet, wie auch immer. Da habt ihr die ganzen Geschichten dann auch wieder verraten. Und die Mission, also, ne, machen wir auch gleich zu, heißt natürlich Apollo 11. Kann nicht anders sein als 11, weil steht eben für 9/11. Ne? Abaddon, Apollyon, der Mensch der Zerstörung. Was passiert mit einer Rakete, wenn die aufsteigt? Ja, kann ich euch sagen. Es passiert Feuer, es versteht eine Verbrennung, meistens dann auch noch Fossilien. Also wer denken kann, der denke jetzt bitte in diese Richtung auch mal. Und die ganzen anderen, bis auf angeblich die Kapsel hier oben, wird alles zerstört von der Rakete verglüht nämlich dann. Ne? Also es ist ein Akt der Zerstörung erstmal auch. So, und das ist Werner von Braun. Und es gibt Leute, die sagen sogar Ixi. Da gibt es auch Ixi-Ringe beispielsweise von den Jesuiten. Die habe ich jetzt hier nicht eingeklemmt, aber die sind also ganz berühmt. Die spielen eben auf 9/11 an. Und damit ist auch ganz klar, was 9/11 ist, beziehungsweise was Ixi dann auch für steht. Für 9/11 dann natürlich dann auch ein Code für Satan. Ne? Und manche Menschen sagen sogar, das steht für Ich Bin. Ne? Und ja, da bin ich jetzt nicht derselben Meinung hier, weil es in Französisch Jesuit heißt. Aber die heißen immer noch die Jesuiten und nicht die Jesuis. Aber das ist jetzt geschenkt. Ne? So, hier habt ihr Werner von Braun mit dem John F. Kennedy und beide haben große Pläne. Ne? Der Werner von Braun hat den Plan, in Rente gehen zu können und der John F. Kennedy hat den Plan, einen Menschen irgendwie irgendwo hinzuschicken. Beide wollen jemanden da oben hinschicken. Der eine weiß nicht, wie es geht und der andere weiß, dass es nicht geht. Und wer von beiden welcher ist, könnt ihr euch jetzt selber aussuchen. Das Problem ist, dass beide nicht wissen, wie sie es anstellen sollen. Aber 7 Jahre später hatten sie dann die Lösung. Ne? Hier sehen wir den Werner von Braun zusammen im Auto sitzen mit John F. Kennedy. John F. Kennedy sitzt rechts und wir sehen jetzt hier auch den offiziellen Ausweis von Werner von Braun, der Geheimnisträger. Ist klar, bitte, oder? Ist ja wohl ganz klar, dass der halt eine gewisse Clearance auch wieder braucht. Ne? So, also der saß auch schon mal in einem offenen Auto. So viel mal eben dazu. Und das sieht er hier, den John F. Kennedy zusammen mit Lyndon B. Johnson, also denjenigen, der ihn quasi beerbt hat in Amt, in dem Space Center hier, heute jetzt hier Cape Canaveral und so weiter oder Cape Kennedy, wie ihr das immer dann sehen wollt, ja, die also dann da lauschen. Was glaubt denn der, was der für eine Ahnung hat oder glaubt ihr tatsächlich, ganz nett gefragt, wirklich ganz lieb gefragt, glaubt ihr tatsächlich, dass der John F. Kennedy die Expertise von Leuten wie Hermann Oberth oder Werner von Braun beurteilen konnte? Der hat sich doch auf seine Experten verlassen, die ihm erzählt haben, ja, Jack, also das schaffen wir, kriegen wir alles hin. Wir werden die Russen schlagen, die Ruskis, die haben da keine Chance mit unserer überlegenen Technik, ne? Genau, ja. Und alle müssen mitmachen, ne? Die wissen zwar ganz genau, dass es also unglaubliche Schwierigkeiten gibt und die wissen gar nicht wie, aber der amerikanische Präsident hat es als Staatsdoktrin ausgegeben und alle machen mit, ne? Die Wissenschaftler, die Ärzte, die Politiker, das Militär, Darf man nämlich nicht eins vergessen, der steigt nicht hier umsonst aus einem Army-Hubschrauber aus, der John F. Kennedy. Was die meisten überhaupt nicht auf dem Radar haben, ist das Erste, was mir in meiner englischen Serie aufgefallen ist. Ja, habt ihr euch mal überlegt, wie die Webseite heißt von NASA? Ja,
die NASA hat keine normale Webseite. Die Webseite von NASA heißt nasa.gov. Das ist eine Regierungsbehörde. Das hat nichts mit einer unabhängigen wissenschaftlichen Fakultät zu tun. Das ist Regierungsbehörde, die gehört zum amerikanischen Rüstungsindustrie, zum Militärkomplex, wie auch immer man das jetzt benennen möchte. Da gehört die zu. Das ist kein unabhängiges Institut. Mir fallen jetzt heutzutage aber leider auch keine unabhängigen Institute mehr ein. Ne? Aber das ist eben dann so, dass die NASA beispielsweise, wenn wir jetzt darauf eingehen, da könnte ich ja wieder 5 Stunden Sendung zu machen, eben beispielsweise damals alle Aufzeichnungen, Fotos und Artefakte verloren hat von der Mondlandung. Das ist also nichts mehr von über. Die haben die alle vernichtet. Die mussten die überspielen mit anderen Dingen. Die sind magnetisch gelöscht worden und haben die alles Mögliche erzählt. Die können auch die Technik nicht mehr herstellen. Aber was sie dann auch gehabt haben, waren die Computer. Die sind heutzutage wieder aufgestellt und da hatten sie also dann Zeit zu, die Computer aufzubewahren. Die waren wichtiger als die Beweisstücke für die sogenannte Mondlandung. Ne? Und deswegen heißen die auch historische Missionskontrolle. Ne? Schon wieder haben wir nämlich genau diesen religiösen Aspekt da drin. Wieso erwähne ich das? Weil ihr wisst, was Mission heißt. Ja? Aber was ihr jetzt nicht wisst, ist, was das alles mit Kennedy und dem Superman zu tun hat. Und das ist genau das. Herzlichen Glückwunsch. Supermans Mission für Präsident Kennedy, da habt ihr alles zusammen. Ja? Die Schlange, the Serpent of Deception, also die Schlange der Verführung, die eingesperrt ist in diesem Diamant. Da habt ihr eben den Superman, der eigentlich böse ist, aber wo keiner weiß und jeder glaubt, der würde die Welt retten. Und der ist jetzt auf einer Mission der Jesuiten für den Präsidenten Kennedy. Ist das nicht toll? Der Präsident Kennedy hier überlebensgroß im Kapitol, also diesmal in Washington, nicht in Rom. Und das ist genau passiert 1963. Der war auf einer Mission, der Superman, unterwegs für den Präsidenten Kennedy. Und Mission, wissen wir da bitteschön, ist ein Aussenden von jesuitischen Agenten. Also ist Superman ein jesuitischer Agent im Auftrag für angeblich den Präsidenten Kennedy. Also selbst aus dem Comicreich droht dem Herrn Kennedy Ungemach. Ne? Denn schließlich haben wir hier das amerikanische Siegel mit den Faszien drin, mit den römischen Insignien sozusagen der Herrschaft. Ja, deswegen ist es eben ein religiöses Konstrukt, eben um halt die Gemeinschaft zu erleuchten, ne? Was man immer davon verstehen mag. Und deswegen gibt es keine Zufälle, meiner Meinung nach, um euch da mal wieder so eine kleine Anekdote beizugeben, von Alfred E. Smith und Alfred E. Neumann. Denn beide wollten Präsident werden. Der eine hat das ernst gemeint und der andere hat sich drüber lustig gemacht. Aber glaubt ihr, dass das ein Alfred E., dass das tatsächlich so ein Zufall sein könnte? Also ich weiß nicht, denn das Met-Magazin hat beispielsweise auch den John F. Kennedy verunglimpft, also natürlich auf die entsprechende Weise. Ne? Der Kennedy hat damals gesagt, wir müssen jetzt die Amerikaner fit machen in unserem physischen Fitnessprogramm, also das, was der Schwarzenegger dann später in der Regierungsperiode von Ronald Reagan dann auch mal gemacht hat. Und das haben die dann gemacht und die mussten dann tatsächlich exerzieren oder beziehungsweise dann Calisthenics machen und so weiter, also so Übungen machen und so vor dem Schuldienst. Sie durften nicht mehr beten ab 1963, aber die mussten dann halt so Übungen machen. Ne? Also die geistigen Übungen wurden dann durch physische Übungen ersetzt. Ne? Und die Ausgabe 168 war in Produktion zu dem Zeitpunkt, wo der Präsident Kennedy dann eben ermordet worden ist. Und das ist genau diese Ausgabe, die ich vorher schon mal gezeigt habe. Jetzt in voller Größe. Hier sieht man diesen Lex Luthor oder eigentlich halt diesen Kahlköpfigen, der eigentlich Superman sein soll. Und hier sehen wir einen Superman, der zum Dieb geworden ist. Ja, guck dir mal hier. Hier steht drauf, ich sehe dich, Superman, und ergib dich, du kannst nicht entfliehen, ich bin der Verteidiger. Ah, sehr interessant. Und die Leute sagen, ja, Verteidiger, du wirst Superman fangen, der eben unseren Schatz, my precious, gestohlen hat. Und jetzt sehen wir hier, der Superman versteckt sich hier mit einer Tasche und er hat gesagt, welche Ironie, Mensch, hätte ich doch, Mensch, on this world I have, in dieser Welt habe ich überhaupt keine Superkräfte und ich werde eben verfolgt wie ein öffentlicher Feind und Luthor, mein großer Erzrival und so weiter, der hat jetzt die Superkräfte, eine Geheimidentität und ist der öffentliche Held, also zu Deutsch, die Rollen sind vertauscht. Aber welche Rollen sind denn da vertauscht? Ich habe mir eine Idee gehabt. Die Idee heißt Lex Luthor. Lex heißt Gesetz, Law. Zum Beispiel steht hier drin auf Etymology Online, ein Auge für ein Auge, ein Zahn für ein Zahn. Schon wieder haben wir da die Bibel mit drin. Also Law heißt
kommt von Lex. Lex ist der wieder lateinisch und heißt einfach jetzt hier, das können wir uns sparen, aber heißt einfach Gesetz. Aber was ist denn Luther? Ha, guck mal hier. Luther ist ein Name und auch mit Luthor phonetisch identisch. Denn Wikipedia erzählt mir, als ein deutscher Nachname Luther kommt von dem germanischen persönlichen Name, eben von dem Wort Mensch, also hier People oder auch Army, und als englischer Name meint es dann eben einen Lautenspieler, und aus dem griechischen Eleutios heißt es dann eben frei, einfach nur frei. Und Luther wurde dann eben als regular dann eben verteilt, als ein Name in englisch sprechenden Ländern der Zeit, original eben zu Ehren von Martin Luther, also dem Religionsstifter, wenn man so will, oder zumindest dem Reformator der römisch-katholischen Kirche, also dem Protestanten gegen den Papst. Und wenn ihr jetzt nicht glaubt, dass Luther und Luther irgendetwas gemeinsam haben, dann guckt mal auf die Wikipedia-Seite, die hier heißt Luther Surname. Dann guckt ihr mal hier an, die ganzen Luthers, die hier drauf sind. Natürlich ist dann eben der Luther hier mit drin, der eben die deutsche Bibelübersetzung gemacht hat zum Beispiel. Aber guckt mal hier, was hier steht, ne? Dass also Luther hier auch mit aufgeführt ist. Das ist einfach nur eine amerikanische Schreibweise angeblich ist von Luther. Und deswegen sind die Rollen vertauscht. Ja? Das heißt, der Luther, der Böse in dieser Welt, ja, ist eigentlich eine Reminiszenz an Martin Luther aus der Sicht des schlangengesteuerten Supermenschens, also Superman. So viel mal eben hier zu Superman. Also im Endeffekt, in dieser Welt wird alles rumgedreht. Der Lex Luthor ist eigentlich derjenige, der Superman bekämpft. Superman, der nur angeblich jetzt hier die Welt retten will, aber eigentlich initiiert, geschrieben und gezeichnet wurde durch diese beiden Amerikaner da, der eigentlich die Welt beherrschen will. Ne? Und Luthor also ist da... im Grunde der Kampf des Protestantismus gegen den Antichristen. Ja, und das mit Superman gegen Lex Luthor. Ja, und das alles auch noch in der Mission für den Herrn Kennedy. Ne? Und ihr seht jetzt hier, es gab tatsächlich jetzt hier einen Comics über JFK und die Superhelden von Marvel. Das geht also noch weiter. Das gibt also noch nicht nur mit Superman, sondern auch mit Marvel. Es gibt also mit JFK gibt es also unglaublich viele Comics auch, die damit zu tun haben. Und das ist also jetzt, das mit den Superhelden haben die Amerikaner sowieso. Interessanterweise haben natürlich immer ein Pentagramm drauf, weil Amerikaner ja sowieso die Pentagramme haben. Aber das Interessante ist eben, dass es eben genau die Mission von Superman ist für den Präsidenten Kennedy. Das heißt also da die Kräfte der Luft, der Superman kann ja fliegen. Er hat ja auch ein Cape wie ein Engel, ne? Er hat den Flügel eben wie ein Engel. Letzten Endes nichts ist als ein gefallener Engel sozusagen, der über außergewöhnliche Fähigkeiten und Kräfte verfügt. Ja? So, und der hat als Erzrivalen den Lex Luthor, also das Gesetz von Martin Luther. Da musst du erstmal drauf kommen auf sowas. Und das hat alles mit Kennedy zu tun, wie man hier sieht. Und natürlich mit Rom, wie man auch sieht. Ja. Superman meets Kennedy und so weiter. Hey, Kennedy, alles klar. Ja, Superman, alles toll. Ja, das gab es alles 1963, ausgerechnet in dem Jahr. Klar, ne? Wenn der dann halt, ne? Der Mann aus Stahl. Ja, ja. Ja, so sieht's aus. Ja, und Superman hat dann das Fitnessprogramm von Kennedy umgesetzt. Klar, ne? Hier, der Vertrag. Ne? Ich weiß nicht, ob das ein Masonic Handshake ist, sehe ich jetzt gerade nicht, aber ist jetzt auch völlig wurscht. Was ich damit sagen will, ist letzten Endes, wenn ihr dann alle an Zufälle glaubt, dann muss man, wenn man zweimal hinguckt und dann verdächtig schon erscheint, beim dritten oder vierten hingucken, dann plötzlich, dann sieht man, dass man sein Leben lang nur veräppelt wurde. Und damit machen wir jetzt auch diese Sendung jetzt hier, runden wir ab. Ich gehe nochmal zurück zu dieser Mission, weil ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir da sehen, dass also nicht nur eine Mission Control bei der NASA gibt, sondern dass letzten Endes jetzt auch der Herr Superman auf einer solchen Mission ist, ja, die nichts anderes ist. Ich mache jetzt mal das Bild jetzt hier mal ein bisschen kleiner. Nichts anderes ist als die Verbreitung des Glaubens in den amerikanischen Staaten der 1960er. Ne? Superman's Mission for President Kennedy. So, alles auf einem Blatt hier. Na, fast geklappt. So, jetzt aber ja auf einem Blatt. Ja. So, und jetzt machen wir das jetzt hier mal weg, damit ihr das auf einem Bild seht. So. Da seht ihr das auf einem Bild. Ne? Superman's Mission for President Kennedy. Mission heißt Jesuiten aussenden für die Verbreitung des Glaubens. So, ich hoffe, das war jetzt genug als Einleitung, dass wir jetzt schon im Jahr 1963 sind, wo jetzt nur noch
zwei Ereignisse kommen aus 1963, bevor wir dann zu dem Ereignis kommen, wo wahrscheinlich alle schon ewig drauf warten. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier einiges mal zusammengetragen habe, was wahrscheinlich bei einer Untersuchung über Kennedy so unter den Rost gefallen ist. Ich hoffe, das war einigermaßen interessant und es waren noch einigermaßen Bibelzitate dabei und wir hatten sogar Martin Luther dabei. Und ich hoffe, dass das jetzt für alle etwas war, wenn es in der nächsten Folge, Folge 14, dann weitergeht. Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für eure Unterstützung, für euer wohlwollendes Verbreiten. Danke, dass ihr die Sendungen, nachdem sie gelaufen sind, direkt runterladet, bevor sie dann unter Umständen nicht mehr verfügbar sind. Und danke, dass ihr auch betet dafür, dass ihr im Glauben bleibt und dass ihr errettet werdet und dass wir alle dann die Gebote halten, damit wir eben nicht auf diesen breiten Weg kommen. Ich danke mich für alles und wünsche dann auch viel Erkenntnis. Bis zum nächsten Mal. Gott schütze euch. Maranatha. Also ich möchte mal so sagen, als diese Serie angefangen hat, da stellt man Michael mal die Frage, sag mal, Michael, würdest du nicht mal gerne eine Sendung machen, wo du uns erzählst, was hinter der Kennedy-Verschwörung eigentlich ist, um die Kennedy-Verschwörung als Beispiel zu nehmen, was die Bibel über reale Verschwörungen sagt. Und Michael sagt, ja, ist gut, das mache ich. Aber anstatt über Kennedy und die Verschwörung zu sprechen, legt er hier das ganze Leben der Familie Kennedy vor John F. Kennedy, während John F. Kennedy und vielleicht, ich weiß, es kommt ja vielleicht noch nach John F. Kennedy hier so in die Öffentlichkeit, dass man sieht, dass dieser Anschlag im Grunde nur ein ganz, ganz kleines Detail ist im Bild eines ganz, ganz großen Bildes, das uns sich immer deutlicher herauskristallisiert, wenn man die verschiedenen Puzzleteile zusammenmacht. Ihr kennt das ja, wenn man ein bestimmtes Bild, ein Mosaik von ganz dicht bei beschaut, dann erkennt man gar nicht groß, was das ist. Wenn man weiter weggeht, dann gibt es ein Bild. Ja, wenn eine Maus direkt neben einem Elefanten steht, dann kann sie sich gar nicht vorstellen, was das ist, weil sie kann den Fuß noch nicht mehr erfassen. Aber wenn sie weiter weggeht, dann kann sie den ganzen Elefanten sehen. Und so ist das mit diesen Untersuchungen hier. Michael hat die Fähigkeit, und das muss ich da applaudiere ich ganz deutlich für, das finde ich bewundernswert, er hat die Möglichkeit, die Zusammenhänge so herauszusuchen, dass man gar nicht merkt, wie man hier auf eine Reise geschickt wird und im Grunde von dem Erstgefragten kommt man nachher ab. Das ist gar nicht mehr interessant. Alles andere ist interessant. Wie man jemals dazu kommen kann, Apollo-Rakete, Superman, die Zeitschrift Mad und John F. Kennedy so zusammenzufügen, dass es so spannend ist und dass es alles auch wirklich zusammenhängt. Die Zusammenhänge sind ja da. Das ist ja nicht konstruiert von Michael, er legt es nur offen, was für jeden ersichtlich ist, nur wir sehen es nicht. Nach dem Motto, wir haben alle Augen zu sehen und sehen nicht, wir haben Ohren, um zu hören und hören nicht. Und Michaels Untersuchung sind ja unsere Augen und unsere Ohren. Und das ist faszinierend. Ich habe die ganze Zeit hier gesessen, ich habe nicht allzu viel gesagt, dass es war. Ich habe faszinierend zugeschaut auf den Vortrag, den Michael hier gehalten hat. Und ich sage es nochmal, ich ziehe meinen Hut vor solchen Untersuchungen und für diese Verbindungen auch immer zu legen und zu erkennen, vor allen Dingen. Sie erstmal zu erkennen und dann für Unbedarfte, in diesem Fall sogar mich, zu erklären und aufzudecken. Und das macht diese Sendung so spannend. Das ging jetzt, glaube ich, etwas über anderthalb Stunden. Von mir aus hätte es 3 Stunden gehen können. Ich fand es super interessant, aber jetzt sagt er gleich, jetzt lass uns noch eine Sendung machen. Nein, es ist zu spät. Es ist so viel Material eigentlich. Wenn man da einmal mit anfängt, dann sieht man wirklich die Sachen. Und ich glaube, dass es einfach meine Aufgabe ist in dieser Welt, diese Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe, erklärweise dann halt anderen zur Verfügung zu stellen. Und das ist eben nicht mein Verdienst. Ne? Das ist einfach, naja, so langsam gewinnen diese ganzen Dinge, die du 20, 30 Jahre in deinem Leben gemacht hast, ohne zu begreifen, wo es dich hinführt, Sinn, ne? Wo du jetzt drauf zurückkommst. Absolut, ja. Absolut. Es macht ja auch Sinn, wenn wir jetzt sehen, die ganzen Geschichten, die wir in der vorherigen Zeit schon gemacht haben, ob das mit Kiss gewesen ist, ob das mit Peter Gabriel gewesen ist, ob das mit Lady Gaga mit 9/11 gewesen ist, alles fügt sich ja zu einem Riesenbild zusammen. Das Puzzle wird ja immer deutlicher. Ja. Wir entfernen uns immer weiter von dem Mosaik und sehen desto deutlicher und klarer, was es eigentlich darstellt, je mehr Abstand man gewinnt. Und das ist genau das, mit dem ich meinen Kommentar hier beenden möchte. Wir müssen Abstand gewinnen. Wir müssen Abstand gewinnen zu dieser Welt.
Jesus Christus hat zu uns gesagt im Neuen Testament, dass wir in der Welt leben müssen, aber dass wir nicht von der Welt sein sollen. Und genau das ist das. Wir müssen unseren Platz hier finden. Wir müssen sehen, dass wir uns ernähren können, dass wir überleben können und dass wir überleben können, um eine, hätte jetzt beinahe das Wort Mission gesagt, möchte ich jetzt aber nicht gebrauchen, aber um eine Aufgabe zu erfüllen. Eine Aufgabe, die der Herr uns gibt. Nämlich, das ist, so viele Menschen wie möglich davon zu überzeugen, dass weiß weiß ist und schwarz schwarz ist, und zwar nach der Definition des Wortes Gottes und nicht nach der Definition des Gottes hier auf dieser Erde, der nichts weiter ist als der Stellvertreter des Engels, der Prinz der Lüfte ist und der in den Lüften regiert und der uns weiß für schwarz und schwarz für weiß verkaufen will. Es ist unsere Aufgabe, das zu tun. Und solche Untersuchungen und solche Sendungen wie diese hier können dazu beitragen, und vor allen Dingen kann es dazu beitragen, dass es uns dichter zur Bibel bringt. Dass wir halt in der Welt leben, das geht nicht anders, aber nicht von der Welt sind, sondern dass wir das Geistige uns vornehmen, dass wir die Bibel studieren, dass wir das Wort Gottes studieren und dass wir es ganz einfach machen, genauso wie die Beröer, Apostelgeschichte Kapitel 17, wo sie zu den Beröern kommen, und die Beröer halten alles, was in dieser Welt ist, gegen die Bibel, und das Gute behalten sie und das Schlechte verwerfen sie, und so müssen wir das auch machen. Und solche Sendungen geben uns unglaublich viel Hilfestellung, um genau das zu tun. Man erkennt die Lüge viel leichter. Es braucht nicht diese Nase, die aus dem Bildschirm bei uns zu Hause tatsächlich rauskommt und uns erschreckt, wenn sie so groß wird, um zu begreifen, dass es auch so ist. Ich muss die Lügennase nicht sehen, um sie zu erkennen. Und je mehr ich diese Studien mache und je mehr ich die Bibel studiere und dann die Welt an die Bibel messe, desto mehr oder desto leichter, dass ich diese wachsende Nase von Pinocchio in diesem Fall zum Beispiel erkennen kann. Deswegen bleibt uns nur eins, um in dieser Welt zu leben. Ja, das müssen wir tun, aber nicht von der Welt zu sein, müssen wir uns mit Gott verbinden. Und mit Gott können wir uns nur verbinden, wenn wir sein Wort kennen, wenn wir sein Wort studieren, wenn wir die Bibel studieren und wenn wir darin die Wahrheit erkennen, die er uns mitteilt. Nicht, was uns hier in dieser Welt als Wahrheit verkauft wird, sondern die wirkliche Wahrheit, die Gott uns mitteilt in dem Wort, das Fleisch geworden ist und unter uns wandelte, das für uns am Kreuz gestorben ist, sein Blut für unsere Sünden vergossen hat, begraben wurde, auferstanden ist und zur Rechten des Vaters im Himmel heutzutage sitzt. Amen. Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord, and their works are in the dark, and they say, who seeth us and who knoweth us? So to them.